Hallo und herzlich willkommen bei Wein verstehen leicht gemacht, dem Podcast für alle, die gerne mehr über Wein erfahren möchten. Mein Name ist Florian Bold, ich bin Weinakademiker und ich freue mich sehr, dich heute bei der 11. Episode meines Podcasts Wein verstehen leicht gemacht begrüßen zu dürfen und damit auch zum zweiten Interview meiner Weinreihe. Wir befinden uns ja seit der letzten Folge in der Miniserie Weine für die Ewigkeit. Damit versuche ich, das weite Feld der Süß- oder Dessertweine zu erschlagen. Beim letzten Mal sind wir ja gestartet mit den zwei Einstiegsqualitäten für roten Portwein. Und wir hatten da ein bisschen die Basics gelegt. Und ich freue mich sehr, den deutschen Portweinpapst Axel Probst für ein Interview gewinnen zu können. Axel ist auch Flieger, genau wie ich. Allerdings kommt er aus dem militärischen Bereich und hat sich innerhalb der letzten 15, 20 Jahre zu dem deutschen Portwein-Experten gemausert. In der letzten Episode habe ich euch ja bereits sein Buch Portwein ans Herz gelegt. Und auch in dem Interview sprechen wir sein Buch natürlich kurz an und er werde uns dann auch ein paar detailliertere Infos zu dem Inhalt des Buches erklären. Und damit denke ich, wird schnell klar, dass jeden, der Portwein interessant findet, an dem Buch eigentlich nicht dran vorbeikommt. Wie üblich habe ich die Zeit natürlich überschritten. Das Gespräch mit Axel ist relativ lang geworden. Das lag zum einen daran, dass er bereit war, so lang mit mir zu sprechen. Und natürlich, dass Portwein an sich schon ein sehr weites Feld ist. Ich hoffe aber trotzdem, für euch ist es dann nicht zu lang und ihr habt Gefallen an dieser Sendung. Als besonderes Highlight hat uns Axel in Aussicht gestellt oder beziehungsweise euch Hörer meines Podcastes, wer sich an mich oder ihn wendet, wird die Portweinmesse in Leverkusen am 29.11. sogar kostenlos besuchen dürfen. Das heißt, ihr seid alle aufgerufen, euch den Tag freizuhalten, um nach Leverkusen zu pilgern und sich mal ganz intensiv und vor allem auch ganz praktisch mal mit Portwein auseinanderzusetzen. Wer dazu Lust hat, wie gesagt, einfach bei einem von uns beiden melden. In den Showlinks findet ihr auch die Seite von Axel, seine Seite nennt sich World of Port. Dort sind dann auch alle Details zu dieser Weinmesse nochmal aufgeführt. Abgesehen von der Person Axel Probst handelt das Interview natürlich in erster Linie über Portwein. Wir besprechen zunächst die Region Douro mit ihren Einzelheiten und Feinheiten, was sie auszeichnet und so besonders macht, und besprechen dann nochmal kurz die Portweinstile von Anfang bis Ende und gehen auch ein bisschen detaillierter auf die relativ neue Portweinstilistik Rosé ein, die dann auch im nächsten Podcast nochmal Thema sein wird und wir auch dann gemeinsam verkosten. Wie immer findet ihr alle erwähnten Produkte, Namen etc. in den Shownotes als Link. Braucht ihr also nicht mitschreiben. Und ich würde sagen, ich spanne euch jetzt gar nicht länger auf die Folter und wir starten mit dem Interview und wie immer fängt Axel an mit seiner Selbstvorstellung. Viel Spaß beim Reinhören. Hallo, mein Name ist Axel Probst. Ich bin quasi, glaube ich, einer der wenigen gewesen, die sich in Deutschland relativ schnell auf Portwein eingeschossen haben. Und jetzt hat mich der Florian direkt gefragt, warum. Mit 20 war ich noch überzeugter Biertrinker, komme auch gar nicht aus irgendeinem Wein-Background. Das heißt, meine Eltern nichts mit Wein zu tun, mein älterer Bruder auch nicht. Und bis rund 20, als ich dann mal bei einer Ausbildung in England gewesen bin, habe ich mit Wein überhaupt nichts zu tun gehabt. In England habe ich dann drei Sachen kennengelernt oder lieben gelernt, nämlich Golf spielen, Portwein trinken und die Tatsache, dass man nicht mit einem Engländer mal eben für ein Occasional Bier wie hier mal irgendwie in die Kneipe gehen kann, sondern da ist es wahr, dass es damals immer so ein hemmungsloses Besäufnis. Dann habe ich mit Mitte 20 den Weinkeller meines Schwiegervaters geerbt und habe angefangen, BWL zu studieren
Und in diesem Weinkeller meiner Schwiegervater, das waren tatsächlich absolute Bordeaux-Schätzchen. Ja. Und die habe ich mir dann so nach und nach zu eigen gemacht und habe dann mich eigentlich richtig auf Bordeaux eingeschossen. Während viele meiner Kommilitonen dann mit Aktien gehandelt haben, habe ich das dann mit Bordeaux gemacht, was in den 90er Jahren extrem erfolgreich gewesen ist. Und ich dann auch aufgrund der Fliegerei eben viel in Bordeaux gewesen bin. Also wir hatten damals einen General, der Waffensystemoffizier war, also quasi in so einem Kampfflugzeug dann hinten gesessen hat. Und der brauchte immer einen jungen Piloten, der ihn nach Bordeaux-Mérignac fliegt, was zum Glück ein militärisches oder militärisch-ziviler Platz ist. Ja. Das heißt, man kann da eben diese militärischen Flieger bewacht abstellen. Und ich bin dann immer fröhlich, mich vorher anmeldend, dann komplett im linken Ufer zu allen möglichen Chateaus gefahren. Und die haben mich immer gefragt, Mensch, was machst du nach der langen Probe? Und habe ich gedacht, jetzt fahre ich in mein trauriges kleines Zimmer dann nach Bordeaux zurück, was dann dahin geführt oder dazu geführt hat, dass ich eigentlich da immer fröhlich mit denen dann Abend gegessen habe und da auch meistens noch pennen konnte. Und habe dann da wirklich mir eigentlich das fast komplette linke Ufer angeschaut und bin immer noch, also wenn mein Herz nicht für Port schlägt, dann schlägt es auf jeden Fall vorher für Bordeaux und davor für Champagner und dann ganz am Ende nochmal für die restsüßen deutschen Weine. Denn das sind so meine vier Steckenpferde eigentlich. Aber allerdings war ich dann nicht sagen, du musstest jetzt BWL studieren, um den Weinkeller deines Schwiegervaters quasi finanziell zu verwalten oder auszuschlachten. Damit hat es eigentlich zu tun gehabt. Ne? Nee, genau. Also das ist so eine Seitengeschichte. Ich wollte eigentlich immer BWL studieren. Hab dann aber irgendwann, weil es ja damals noch Wehrpflicht gab, hab dann halt gesagt, okay, also nur ein Studium war jetzt mir irgendwie zu langweilig, ich musste jetzt irgendwas erstmal machen, was mich so ein bisschen gefordert hat quasi, also auch körperlich gefordert hat. Ich bin ja lange Jahre in der Nationalmannschaft geschwommen und habe dann irgendwie so ein bisschen so diesen Kick gehabt, irgendwas anderes zu machen, als eben nur zu studieren. Ja. Und bin dann zur Bundeswehr gegangen und habe gesagt, okay, nachdem mein Bruder schon zum Heer gegangen ist und ich mir gedacht habe, na, so Heer brauche ich jetzt nicht. Aber Luftwaffe, da war auch mein Wasserballtrainer dann früher Pilot, der hat mir das dann so nahe gebracht. Da habe ich gesagt, Mensch, das hört sich ja extrem interessant und spannend und komplex an. Das jetzt muss ich nochmal als Zivildienstverweigerer nachfragen, weil ich meine, beim Heer gibt es aber auch Flieger, oder? Weil ich stimmt. Nicht ganz durch. Ja, stimmt. Also die Heeresflieger gibt es tatsächlich auch. Die haben auch tatsächlich mehr Hubschrauber als die Luftwaffe. Aber die finde ich spannende Fliegerei, also quasi Jets, gibt es dann eben nur bei der Luftwaffe. Ah, okay. Und bei der Luftwaffe gibt es eben noch was, und das ist eben tatsächlich nicht so diese extreme Hierarchie, die es beim Heer dann tatsächlich gibt. Also das ist dann eher so wie bei der Formel 1, wo jeder seinen Platz hat oder wo jeder seine spezielle Tätigkeit hat. Und das macht dann auch insgesamt irgendwie Sinn. Natürlich gibt es auch eine Dienstgradstruktur, aber letztlich weiß eben jeder, genau, der Techniker weiß, dass ich ohne den nicht fliegen kann und ich weiß, dass ich ohne den Techniker auch nicht fliegen kann. Ne? Also letztlich ist das so eine Symbiose, dass man irgendwie schon weiß, man ist Teil des Teams und man braucht das auch normalerweise nicht, dass man irgendwie den Leuten das dann so erklären muss, dass man doch wichtiger ist als die anderen dann irgendwie. Ja. Na, auf jeden Fall war ich dann 2003 auf Chateau Latour bei einer Fassprobe und habe dann dort erfahren, dass es nicht nur einen Zweitwein gibt, sondern auch einen Drittwein. Also diese Zweitweine waren ja damals schon sehr en vogue, was das angeht. Also ich sag mal, der bekannteste ist ja eigentlich der Carroir oder auch bei Latour, der Lefort de Latour. Aber da gab es dann eben auch einen Drittwein. Und die Drittweine waren bisher immer die Weine, die man eigentlich fassweise im Markt verkauft hat, weil man da eigentlich nicht mehr das eigene Emblem drauf haben wollte. Hat ja, man dann hängt irgendwann sich über die große Glocke. Ne? Genau, weil die Qualität einfach quasi zu schlecht war. Für das Prestige oder für das Renommee des Chateaus. Und dann hat man sich irgendwann überlegt, weißt du was, wir verkaufen hier quasi Tausende von Liter im Bulk an die an den Markt und dann könnte man theoretisch auch noch Geld mitmachen. Und als ich dann gehört habe, dass der auch 50, 60 Euro im Markt kosten sollte, und das war quasi ein generischer Wein, also es hätte normalerweise nicht mehr 10, 15 Euro kosten dürfen, bin ich dann nach Hause geflogen und habe gedacht, weißt du was, jetzt ist Bordeaux tatsächlich auch eine Aktie und das trinkt kaum noch einer, sondern jeder gibt nur noch damit an, dass er irgendwelche Flaschen im Keller hat, aber so wirklich aus Genuss das noch zu trinken, tut eben kaum noch einer. Ja, und hab mir dann überlegt, Mensch. Nee, die Kettentrinker dann, ne? Die genau, es genau. Allen halben immer gibt, ja. Ja. Und hab mir dann überlegt, Mensch, Portwein ist auch so ein toller Ergänzungswein, nenne ich das halt immer,
weil ich das auf keinen Fall will, dass man jetzt den ganzen Tag nur Portwein trinkt. Das kann man zwar, aber schafft kaum einer auch. Ja. Nee, das ist auch nicht wirklich zielführend. Und dafür gibt es auch so viele tolle andere Weine halt. Ne? Also mein perfekter Tag fängt halt mit dem Champagner an, geht dann über einen deutschen trockenen Weißwein, über einen Bordeaux oder einen Burgunder zum Portwein und dann am Ende kommt noch was, ein Reparaturriesling und dann legt man sich ins Bett und denkt, wie schön ist das Leben eigentlich. Ne? Ja, auf jeden Fall, Portwein kennt eben kaum einer. Das heißt, da habe ich mir gedacht, okay, Portwein kannst du jetzt nicht einfach so im Markt platzieren, sondern Portwein musst du halt erklären. Und habe mir dann überlegt, mit wem mache ich das, und habe dann 2005 das Portwein-Institut in Porto kontaktiert. Das heißt, das ist so ein verlängerter Arm des Landwirtschaftsministeriums. Und habe denen dann erzählt, Jungs, Mädels, ich würde gerne irgendwie in Deutschland Portwein wieder hoffähig machen und würde quasi da als eure Verbindungsperson mit euch arbeiten. Die waren dann am Anfang hochskeptisch. Ich wollte nämlich da gerade fragen, also ich meine, mit welcher Expertise hätte ich jetzt gesagt, hast du da angeklopft? Weil ich sag mal, in der Weinwelt generell ist es ja schon so, dass die sehr geprägt ist vom Netzwerken oder vom vorhandenen Netzwerk. Und meistens ist es ja so, dass man schon irgendwie eine Empfehlung oder irgendein Background oder Ausbildung braucht als Türöffner, ist meine Erfahrung. Ja, stimmt. Meine Ausbildung war quasi, dass ich tatsächlich seit Anfang der 90er ein sehr intensives englisches Netzwerk habe. Die Engländer haben den großen Vorteil, zumindest die aus meinem Netzwerk, dass die alle auf extrem intensiv und große Portweinkeller zurückgreifen können, Bordeaux ist auch. Und wir haben da Portweinproben über Portweinproben gemacht. Und ich meine, diese ganze Struktur der Portweine ist zwar etwas spezieller, aber wirklich auch nicht wahnsinnig schwierig zu verstehen. Da kommen wir noch dazu, genau. Und letztlich muss man es halt wirklich immer kurz erklären. Und dann habe ich denen das erklärt und habe dann gesagt, pass mal auf, ich bin mit Sicherheit nicht perfekt. Ich weiß mit Sicherheit nicht alles, aber ich glaube, ich weiß eine ganze Menge. Also ich weiß bestimmt mehr als, keine Ahnung, 95%, 98%, 99% aller Deutschen. Und glaube auch, dass ich das relativ gut rüberbringen kann und glaube auch, dass ich relativ strukturiert bin und organisiert bin. Das heißt, wenn wir jetzt irgendwas machen sollten, dann machen wir das einfach mal und ihr guckt mal, wie sich das so entwickelt. Ja. Aber du hast vollkommen recht. Das heißt, das war auch einer der großen Aha-Erlebnisse, was ich in der Weinwelt hatte. Denn es gibt in der Weinwelt genau zwei verschiedene Personentypen, die da etabliert sind. Mhm. Die einen lernen dich kennen und sagen, ach cool, der macht was mit Portwein, super. Die halten dir quasi die Tür auf und lassen dich rein. Und die anderen haben halt Schiss und sagen, wow, der macht jetzt zwar was mit Portwein, aber vielleicht gräbt er mir jetzt irgendwie meinen Markt ab. Also schlagen sie die Tür vor der Nase zu und drücken dann auch von innen und lassen dich eben nicht rein. Ja. Und es gibt wirklich nur A und B, also dazwischen gibt es gar nichts anderes. Also das habe ich jetzt, oder das habe ich damals eben auch sehr schnell und sehr direkt erfahren. Und was beide Gruppen eint, meiner Erfahrung nach, ist, dass viele Experten sehr überzeugt von sich sind, um es mal vorsichtig auszudrücken, und natürlich glauben, alles vom Wein zu wissen. Und ich glaube, ich halte es halt selber für schlicht unmöglich, ja. Schon allein Jahrgangsgeschichten, jedes Jahr wird alles auf links gekrempelt und es kommen neue Ideen, neue Produkte auf den Markt. Man kann nicht alles wissen, meiner Meinung nach. Ja, hundertprozentig. Und letztlich ist es ja auch so, dass ich jetzt auch wirklich ein totaler Spezialist bin. Das heißt, also ich habe natürlich eine persönliche Vorliebe eben für, wie gesagt, für Champagner, deutsche Weißweine, Bordeaux. Aber letztlich schlägt mein Herz eben hundertprozentig für Port. Und bei Port, glaube ich, weiß ich auch eine ganze Menge, bestimmt nicht alles. Lerne gerne noch immer dazu. Aber dadurch, dass ich mich natürlich da auch wirklich in den letzten fast 20 Jahren halt wirklich total spezialisiert habe, 15 Jahren total spezialisiert habe, hat den Luxus eben kaum auch ein anderer, denn du weißt ja selber, wie es ist, also wenn du mit Wein, Seminaren etc. halt Geld verdienen willst und du kriegst halt ein Angebot über Spanien, obwohl du vielleicht in Spanien nicht ganz sattelfest bist, aber die 1.000 Euro brauchst du jetzt, damit deine Familie in Urlaub fahren muss, dann machst du es halt eventuell. Ja, genau. Und das habe ich dann eben mal ausgeschlagen und habe gesagt, also Madeira und Sherry mache ich noch ein bisschen, ich bin ein ausgebildeter Sherry-Educator da von so einem Kurs in Jerez. Aber letztlich ist das schon so ein Ding, dass ich gesagt habe, verstärkte Weine insgesamt vielleicht, aber wie gesagt, mein Herz schlägt eben zu 97% für Port. Ja. Und das macht mir eben viel Spaß. Und die waren skeptisch, haben aber dann relativ schnell gemerkt, dass ich zumindest so eine grobe Grundstruktur halt hatte und ungefähr wusste, wo ich hin wollte. Und habe eben auch am Anfang nicht um Hunderttausende von Euros gefragt, sondern einfach gesagt, ich brauche eure Unterstützung. Und mache eben auch seit 2007 halt Messen in Deutschland und mache halt Vorträge etc. und habe ja eben auch das Buch geschrieben. Und da haben sie auch eben relativ schnell gemerkt, aha, das ist schon das, was der Typ da macht, hat halt schon eine gewisse Grundstruktur halt. Ne? Mhm.
Also am Ende. Naja, und dann ging das halt los. Und dann habe ich eben auch gemerkt, dass in dem Moment, wo du was über Bordeaux erzählst, ist es zwar schön, aber das haben eigentlich die meisten Leute schon gehört. Aber wenn du was über Port erzählst, dann hören dir halt wirklich alle aufmerksam zu. Denn da weiß leider kaum einer was von. Mhm. Und also da ist viel Halbwissen und viel gar kein Wissen im Markt. Und da macht es natürlich auch total viel Spaß für Typen wie mich, dass du dann eben sagst, okay, genau in den Markt gehe ich rein und versuche dann da mal diese komplette Unkenntnis zumindest mal ein bisschen aufzuweiten. Mhm. Also für unsere Hörer vielleicht ganz kurz, in den Shownotes werde ich auch wieder die ganzen Fachbegriffe, die jetzt gefallen sind oder noch fallen werden, aufschlüsseln und mit entsprechenden Links versorgen, sodass ihr jetzt auch dann das nachschlagen könnt, was zum Beispiel Fortified Wines ist oder was damit gemeint ist. Und das andere ist, dass natürlich jetzt auch die Portweine bei uns ein relativ Nischendasein ja noch führen. Und die Frage ist einfach, ob die natürlich auch ein Interesse hatten, dass jetzt Deutschland als Markt wieder stärker vielleicht auch in den Fokus zu nehmen dann, ne? Ja, hundertprozentig. Ich meine, wir sind 80 oder über 80 Millionen Leute. Wir haben eine extreme Kaufkraft. Also ich habe letztens eine Statistik gesehen, wonach wir nach Frankreich der Champagnermarkt Nummer 1 sind. Wir kaufen sehr viele teure Bordeaux. Und letztlich wissen tatsächlich alle west- und nordeuropäischen Länder mehr über Portwein und trinken auch wesentlich mehr Portwein als wir. Also wenn du das mal in Statistiken hast, also Belgien ist, soweit ich weiß, mit Dänemark liefern die sich so ein Kopf-an-Kopf-Rennen, was Portwein angeht. Mhm. Aber das ist ungefähr über den Daumen, trinkt jeder Belgier und jeder Däne pro Jahr eine Flasche Port. Und in Deutschland sind das 0,07 Flaschen Port. Mhm. Ich habe das auch nicht, das muss ich ganz ehrlich sagen, das glaube ich, werde ich auch in meiner Lebenszeit nicht mehr wirklich aufbereiten können. Wenn du alte Filme guckst, also diese Vorkriegsfilme, vor Zweiten Weltkriegsfilme, dann hast du ganz oft, oder auch Literatur liest, ist da ganz oft von Portwein die Rede. Das heißt, Portwein war tatsächlich ein sehr hoffähiges Getränk, eigentlich bis, keine Ahnung, 39 bis 45. Dann ist das in dieser Nachkriegszeit das total in Vergessenheit geraten. Und obwohl eben Champagner und Bordeaux tatsächlich völlig etabliert sind in Deutschland, ist das bei Port überhaupt nicht der Fall. Und wenn man jetzt mal in Niederlanden, in Skandinavien sowieso oder auch eben in Belgien oder Frankreich irgendwo in Weinläden geht, dann haben die immer eine recht gut sortierte Portweinabteilung. In Deutschland, wenn ich dann nach einem Portwein zum Teil frage, habe ich, wenn ich überhaupt eine Flasche finde, dann ist das irgendwas und erklären kann mir normalerweise leider auch keiner was dazu. Klar. Ja, das ist meine alte Leier, dass bei uns die Kundenberatung im Lebensmitteleinzelhandel zumindest eine mittlere Vollkatastrophe ist und Leute, die mal Interesse haben, die sind in den meisten Lebensmitteleinzelläden einfach sehr schlecht aufgehoben und erfahren halt dort gar nichts und geschweige denn eine adäquate Beratung für das, was sie jetzt brauchen. Und das gilt nicht nur für Portwein, sondern für alle Weinsorten, würde ich sogar sagen. Denkst du, es hängt damit vielleicht zusammen, dass wir in Deutschland einen relativ großen Wert auf unsere eigenen Dessertweine, die natürlich jetzt keine aufgespritteten Weine sind, aber vielleicht gemeinsam in die Kategorie Dessertwein fallen, dass da einfach die inländische Konkurrenz bei uns besonders groß ist im Vergleich mit anderen Ländern, dass deswegen Portwein es schwieriger hat im deutschen Markt wie jetzt in anderen europäischen Ländern? Habe ich mich auch mal gefragt. Allerdings, wenn ich mir Frankreich angucke, die mengenmäßig aufgrund der Tatsache, dass es ja ein relativ großes Land ist, tatsächlich der Mengenweltmeister sind. Das heißt, die trinken am meisten Portwein volumenmäßig. Und die haben eben auch Sauternes. Und die haben auch Sauternes-ähnliche und aufgesprittete bzw. verstärkte Weine, nee, nicht verstärkte Weine, sondern alkoholstarke Weine, die eben dann als Süßweine am Ende gereicht werden könnten. Ich weiß nicht, ob das stärker ist als Deutschland, aber ich denke mal, zumindest ist, gerade was Sauternes angeht, ist mit Sicherheit eine ähnliche Marke wie Restsüße Rieslinge. Also das ist so eine, würde ich mal sagen, so von der Marktstruktur her schon verhältnismäßig ähnlich. Und wie gesagt, Frankreich trinkt halt sehr viel Portwein und Deutschland eben fast gar nicht. Also von daher, die Frage habe ich mir auch gestellt, aber leider bin ich da eben, hat mich das auch nicht weitergeholfen. Keine schlüssige Zusammenhang. Und was uns ja neben der Weinliebe eint oder gemeinsam ist, ist ja, dass wir aus der Fliegerei sind. Lustigerweise haben wir uns ja über den Weg nicht kennengelernt, sondern über eine gemeinsame Bekannte, die Silvia Miebach, die ja meine Dozentin in Wiesbaden damals noch war. Und ich würde sogar sagen, es liegt daran,
dass ihr Kampfpiloten, die Linienpiloten natürlich selten als vollwertige Piloten wahrnehmt oder schätzt, weil wir ja nur geradeaus fliegen mit dem Autopiloten im Gegensatz zu euren Manövern, die ihr so macht. Was mir aber auffällt, ist insgesamt, dass, finde ich, überraschend viele aus der Fliegerei sich dann doch in der Weinwelt tummeln aus unterschiedlichen Sachen. Manche bauen an, manche haben Weinhandel, manche machen Seminare. Denkst du, es gibt irgendwelche Zusammenhang Fliegerei, Weinwelt oder Vorteil, den man als Flieger in der Weinwelt möglicherweise haben kann gegenüber anderen? Also den ersten Satz muss ich erstmal ein bisschen relativieren. Also ich glaube nicht, ich meine, das ist, ich habe genauso viele despektierliche Sachen über uns gehört, wie ich angeblich von euch über von uns über euch gehört habe. Also ich glaube, das ist totaler Blödsinn. Ich glaube, dass wir uns prinzipiell schon sehr schätzen und dass ich auch genau weiß, was ihr, mich hat letztens ein guter Freund noch im A320-Cockpit mit von Porto nach Hause genommen und dann habe ich mir das nochmal genau angeguckt. Das ist natürlich eine ganz andere Belastung, die ihr habt und ein ganz anderer Stress, den ihr habt, aber das ist mit Sicherheit genauso ein Stress und ist genauso anstrengend und genauso aufreibend wie das, was wir haben. Vielleicht jetzt nicht ganz so actiongeladen und nicht ganz so spektakulär oder was, ne? Aber ich denke mal, da tun wir uns alle nicht so viel. Mein Freund Stefan Metzner hat mir letztens gesagt, dass der hat mich bei einem Tasting beobachtet und hat gesagt, ich weiß gar nicht mehr, welcher Name da gefallen ist, aber er sagte, er kennt noch einen A380-Piloten. Ich mag sein, dass du es sogar bist. Ja. Und er sagte, wir haben was ganz Besonderes. Er sagte, ich habe dich beobachtet und du bist genauso wie der. Er sagte, du guckst hier einen Wein an, du gehst mit diesem wie auch immer gearteten, mit dieser wie auch immer gearteten Matrix da dran. Entweder gehst du exklusiv da dran und sagst, okay, das ist es nicht, das ist es nicht, das ist es nicht, also muss das sein. Und dann triffst du irgendwann eine Entscheidung links oder rechts und dann sagst du, okay, ich glaube, das ist ein, keine Ahnung, ein Dom Perignon 1992 Önothek, ich glaube, den gibt es gar nicht, aber und dann sagst du einfach, das ist es und das hakst du ab und dann hast du das gesagt und dann gehst du sofort zu Punkt 2 der Tagesordnung vor. Und sagte er so zu mir, was ich allerdings mache, ist, ich zermarter mir danach, wenn ich das gesagt habe, das Hirn, ob das jetzt nicht doch irgendwas anderes gewesen sein könnte. So, und sagt er, und das habt ihr uns allen in der Ausbildung einfach voraus, das heißt, ihr trefft einfach eine Entscheidung, weil ihr wisst, die schlimmste Entscheidung, die ihr treffen könnt, ist gar keine Entscheidung zu fällen. Und deswegen sagt ihr irgendwas und danach guckt ihr auch nicht mehr großartig nach hinten, sondern danach sagt er halt, das war jetzt meine Entscheidung und von da geht's halt dann dementsprechend weiter. Und ich glaube, damit tun wir uns relativ leicht in Anführungszeichen. Das heißt nicht, dass wir besser oder schlechter sind, aber das heißt, dass wir vielleicht ein bisschen gelassener sind und danach irgendwie andere Herausforderungen dann eben gerne wahrnehmen, ohne dass wir jetzt großartig lange zurückgucken. Ja, also ich glaube schon auch, dass die Entscheidungsstärke, würde ich es jetzt mal nennen, natürlich ein ganz integraler Bestandteil von jeder Fliegerausbildung, egal in welchem Sektor ist. Gibt es ja die verschiedenen Konzepte wie Vordeck etc., wo eben auch zeitkritisch, nicht zeitkritisch unterschieden wird und das natürlich in der Prüfungssituation oder in der Verkostung, die jetzt auch nicht beliebig lang ausfallen darf, natürlich dieses Mindset-Up, was der Stefan da angesprochen hat, denke ich, das hat jeder Flieger mehr oder weniger verinnerlicht und das hilft dir natürlich schon, ja. Wen er vielleicht noch meinen könnte, ist vielleicht der Frank Röder, ein ehemaliger Kollege, der war ja auch auf dem 380 noch Kapitän, der jetzt mittlerweile ja in Rente ist, einer der wenigen Master of Wine ja in Deutschland, der mich ja eigentlich auf dieses ganze Weingleis da gehoben hat. Ich weiß nicht, ob die sich möglicherweise kennen, aber mit Stefan war ich letztens auch auf so einer Weinprobe in München. Also wir haben uns jetzt schon auch ein, zwei, dreimal getroffen in München, wo er alle Weine von eben Sadi zum Beispiel da letztens so eine Verkostungsrunde gemacht hat, die auch super spannend war. Ein Aspekt, glaube ich, ist noch entscheidend, dass wir Flieger auch ständig gewohnt sind, eine Prüfungssituation zu erleben in unserem Beruf. Ja? Sei es jetzt die Checks im Simulator oder auch in der normalen Line Operation. Ich glaube, dass das halt ein Punkt ist, wo man eine gewisse Übung hat, eben Wissen, sage ich mal, irgendwie auszuspeichern. Und das, glaube ich, haben halt viele Leute in ihrem normalen Beruf so nicht. Und das hat der Frank Röder übrigens auch schon immer gesagt, dass das seiner Meinung nach einer der größten Vorteile ist und auch nicht zuletzt der Aspekt war, der ihn dazu befähigt hat, die Master of Wine-Prüfung in der kurzen Zeit so erfolgreich letzten Endes dann zu bestehen. Ja. Das geht in die ähnliche Richtung, was er damals auch gesagt hat.
Axel, ich würde noch ganz gerne, bevor wir auf den Wein eingehen, nochmal auf dein Buch zu sprechen kommen. In der letzten Podcast-Folge hatte ich es ja schon als Buchempfehlung erwähnt, weil das war die letzte Episode, war der Einstieg in die Portweine von meinem Podcast. Und ich habe mir, als wir dann Kontakt aufgenommen haben Anfang des Jahres, ja, das Buch mir dann auch gleich bestellt. Und es ist natürlich ein Kompendium, sag ich mal, das ideale Buch eigentlich dafür, wenn man jetzt im deutschsprachigen Raum sich mit dem Thema Portwein näher beschäftigen will und damit einsteigen möchte. Was mich jetzt einfach interessiert an der Stelle ist, wie kommt man überhaupt auf die Idee, da ein Buch zu schreiben? Weil ich stelle mir das ja vom Arbeitspensum her extrem vor, in nebenberuflich das quasi noch auf die Beine zu stellen, sowas. Bei dem Buch ist es natürlich schon so, dass man das schon macht, weil man, oder ich habe das schon gemacht, weil ich gemerkt habe, dass der Markt tatsächlich ein Buch braucht. Mhm. Ob das jetzt unbedingt mein Buch ist, das weiß ich jetzt nicht, aber ich habe mir das Buch dann eben auch so vorgestellt, wie ich es gerne lesen würde, wenn ich mir denn ein Buch über Portwein kaufen würde. Das heißt, ich habe tatsächlich so ein Zero-Budgeting gemacht und habe gesagt, ich setze jetzt nichts als gegeben oder ich nehme jetzt nichts als gegeben an, sondern habe jetzt mal wirklich nicht links und rechts irgendwas abgeschrieben, sondern habe gesagt, so, du warst jetzt lange und oft genug in Porto, du kennst die ganzen Leute, du kennst das Duro-Tal in- und auswendig und jetzt schreibst du mal was, so wie du es lesen wolltest, wenn du einen Typen hättest, der auch diesen Erfahrungsschatz quasi hat, im Zusammenhang mit diesen unendlichen Verkostungen, die ich halt zum Glück mitmachen durfte. Also es gab tatsächlich so in diesen Matrizen, wo ich dann gesagt habe, Hersteller-Jahrgangskombinationen, nur noch sehr wenige weiße Flecken, wo ich gesagt hätte, okay, den Wein habe ich tatsächlich noch nicht getrunken, würde ich ganz gerne mal. Und dann kam tatsächlich irgendeiner um die Ecke und hat gesagt, ach übrigens, du hast es mal irgendwann erzählt, hier ist er übrigens. Ne? Ja. Also es gibt jetzt da tatsächlich vielleicht noch 3-4 Spots, wo ich jetzt sagen würde, große Jahrgänge, große Hersteller, das habe ich noch nicht probiert. Aber also ansonsten, hier war es auch so, dass du so systematisch angegangen bist, tatsächlich von Portweinhaus zu Portweinhaus und die einzelnen Jahrgänge dann, ich sage jetzt mal, Matrix aufgebaut und wirklich dort ganz systematisch dann zum Erdmittelpunkt gebohrt hast dann. Ja, aber das war tatsächlich eher zufällig, weil ich in diesem englischen Freundeskreis eben entweder vertikal oder horizontal mitgemacht habe oder eben ansonsten eben auch in möglichen wilden Verkostungen halt das tatsächlich gemacht habe, sodass ich das tatsächlich dann mehr oder weniger dann lückenlos gefüllt hat. Bei dem Buch war es tatsächlich dann aber so, dass ich gesagt habe, ich will das mal neu konzeptionieren und will eben nicht, obwohl das sich bei Portwein natürlich anbietet wie die Sahne auf Himbeeren, dass ich halt gesagt habe, ich fange eben nicht mit der Geschichte des Portwein an in dem Buch, sondern ich will, dass die Leute das wirklich als Lesebuch nehmen, sondern dass du wirklich von vorne losliest und dann eben eine Seite Vorwort hast, eine Seite wie, wenn ich dieses Buch an und dann sofort einsteigst in das Interview mit dem Christian Zilli und dem Dirk Nieport, was ist eigentlich in Deutschland los, warum trinken wir so wenig Portwein? Ja. Und dann quasi im Kapitel 1 sofort anfängst, was ist überhaupt das Duro-Tal, wo kommt das denn überhaupt her? Und dann im Kapitel 2 sofort anfängst, wie wird denn Portwein überhaupt gemacht? Und im Kapitel 3 sofort weitermachst mit Arten und Hierarchien. Und dann sage ich eben auch, okay Leute, ist ja schön, dass ihr euch jetzt für 50 € ein wirklich teures Portweinbuch gekauft habt, aber habt da auch einen Portwein, den er auch dazu eben trinkt. Und hat dann sofort gesagt, okay, als im Kapitel 1 kauft euch bitte ein Late Bottled Vintage, egal von welchem Hersteller, kommen wir gleich noch drauf, was es ist. Ja. Und dann im Kapitel 5, 6 einen 10 Jahre alten Tony, dass sie das zumindest auch sensorisch begreifen, denn es bringt ja nichts, wenn du da die ganze Zeit nur akademisch irgendwas liest und dann aber sensorisch das halt nicht mitbekommst. Ne? Dann das sollte das super cool, weil das nämlich genau meine Intention im Prinzip für den ganzen Podcast ist, weil ich sag mal, das reine faktische Wissen ist heutzutage im Rahmen von Internet und Wikipedia eigentlich kein Thema mehr. Faktisches Wissen ist auch kein Alleinstellungsmerkmal oder Kriterium mehr. Es ist alles nachschlagbar, abrufbar. Das, auf was es ankommt, ist eigentlich die Erfahrung, die Verknüpfung und letzten Endes auch die Übung, sage ich mal, Sachen selber zusammenzustecken und zu assoziieren und nicht irgendwo Lexika-Wissen einfach. Genau, also irgendwas abzuschreiben und zusammenzuschreiben, das kann ja jeder halt. Ne? Ja, so, dann sollte es eben auch ein Buch für Anfänger und Fortgeschrittene sein. Das habe ich dann hoffentlich damit geschafft, dass ich Kapitel geteilt habe. Das heißt, da gibt es dann eben diese White Pages und Pink Pages. Das heißt, wenn du eben dieses Kapitel hast mit Art und Hierarchien, dann erkläre ich am Anfang eben wirklich nur die Basishierarchien. Und wenn es dann hinterher wirklich zu den Spezialitäten geht, die natürlich in so einem Portweinbuch auch gehören, dann ist das auf diesen Pink Pages, die da hoffentlich dann am Anfang wirklich überliest. Dann dir so zu Gemüte führst, dass du sagst, okay, jetzt will ich aber wirklich mal alles wissen, was es hat, was Portwein kann. Und dann ist der komplette zweite Teil eben tatsächlich Verkostungsnotizen. Das heißt, da sind dann die Hersteller, ich denke fast alle, also
dadurch, dass es immer wieder neue gibt und das Buch von 2016 ist natürlich nicht alle. Aber letztlich wird das eben dadurch ergänzt, dass jetzt die neuen Verkostungsnotizen alle online verfügbar sind, sodass das Buch zusammen mit der Homepage eigentlich immer noch einen sehr aktuellen Überblick über die Portweinhalter gibt. Über deine Seite dann World of Port. Genau. Okay. Das ist die Idee. Und also wir werden noch mit Sicherheit eine zweite Edition machen. Ich hoffe auch, dass ich das Buch irgendwann ins Englische übersetze. Denn es gibt tatsächlich, soweit ich weiß, kein Buch über Portwein, was eben auch wirklich Ross und Reiter nennt. Also das einzige wirklich gute Buch über Portwein, finde ich, ist das von Richard Mason. Aber der ist etwas unpräziser, was eben gewisse Bewertungen angeht etc., was ich eben nicht so zielführend finde. Auf der anderen Seite habe ich auch tatsächlich gemerkt, als ich das Buch dann rausgebracht habe, wurde dann der ein oder andere Hersteller tatsächlich auch ein bisschen kühler mir gegenüber, weil er dann irgendwo der Ansicht war, dass sein Portwein oder seine Portweine doch tatsächlich höhere Bewertungen bekommen sollten halt. Aber gut, so ist es halt. Mhm. Und aber letztlich bin ich dann auch ein Typ, dass ich halt sage, ich lasse mich da auch links und rechts irgendwie wenig beeinflussen, sondern versuche eben schon den Weinen dann so gerecht zu werden, dass ich sage, wenn das ein guter Wein ist, kriegt er eine gute Bepunktung. Und ob das jetzt ein kleiner Hersteller oder nicht ist, das ist mir eigentlich im Zweifel halt egal. Und deswegen, wenn jetzt zum Beispiel jetzt hier so ein Jahrgang wie 2017 rauskommt, dann probiere ich die normalerweise auch alle erstmal blind und lasse die Weine auf mich wirken und nicht irgendwelche Etiketten auf mich wirken. Ja, manchmal hat man ja auch einfach den Effekt, dass man dann doch feststellt, dass der König gar keine Kleider anhat. Ne? Das auf jeden Fall, ganz andere, genau. Ja. Und wie lange arbeitet man dann an so einem Buch? Also die Idee hatte ich tatsächlich 2010, beziehungsweise die Idee hatte ich 2009. Dann hat es ungefähr ein Jahr gedauert, bis ich mit dem Gerd Eichelmann und dem Mono Verlag einen extremen, sowohl dankbaren als auch unterstützenden als auch unwahrscheinlich hilfreichen Verlag gefunden habe, der zum einen mit Weinbüchern eine sehr hohe Kompetenz hat und zum anderen mich eben hat schon machen lassen, was ich wollte. Also das Einzige, wo er mich tatsächlich komplett overruled hat, also quasi, wo er gesagt hat, nee, das machen wir anders, war mit dem Cover, wo ich im Nachhinein total dankbar bin, weil ich eigentlich so ein eher langweiligeres Cover haben wollte, irgendein Durotal oder irgendeine Weinflasche drauf, was eigentlich auch wieder jeder hat. Und er hat da eben was völlig anderes gemacht, was ich aber jetzt im Nachhinein halt wahrscheinlich gut finde, was eben auch ein gewisses Alleinstellungsmerkmal hat. Das heißt, die von der ersten Idee, bis es dann rauskam, vergehen 5-6 Jahre, kann man genau sagen. Also ich habe, wie gesagt, also ich habe noch gar nicht gesagt, ich habe 2010 damit angefangen zu schreiben, hatte aber natürlich schon die ganzen Verkostungsnotizen. Das heißt also, wie bei, ich sage jetzt mal, fast jeder auch wissenschaftlichen Arbeit ist es ja so, dass die Hauptarbeit eigentlich fast die Struktur ist. Ja. Die stand dann halt irgendwann und habe ich gesagt, okay, jetzt können wir das Ganze auch mit Fleisch füllen. Und also es war natürlich nicht Vollzeit, aber ich habe ungefähr so von 2010 bis 2015 geschrieben und 2016 ist dann am Ende rausgekommen, also sagen wir mal so 5-6 Jahre ungefähr insgesamt, aber da halt dann nicht Vollzeit, sondern eben immer wieder mit einer gewissen Intensität. Ja, klar. Und wie viele Leute müssen da zusammenarbeiten, dass dann so ein Buch entsteht? Weil ich denke, alleine kriegt man das ja gar nicht hin, oder? Doch, das war tatsächlich, also ich meine, gut, es war eine Familienarbeit. Also meine Frau hat Korrektur gelesen. Aha. Meine Tochter hat nochmal Korrektur gelesen, dahingehend, dass ich gesagt habe, du musst das verstehen, denn ich wollte jetzt nicht so ein Nerdbuch schreiben. Also das war schon so ein Buch, wo ich gesagt habe, ich kann logischerweise diese Fachjargon-Klaviatur auch bedienen, aber ich wollte das so weit wie möglich vermeiden. Und das konnte ich eben mit meiner damals 14-jährigen Tochter relativ gut bewerkstelligen, denn das, was die verstanden hat, habe ich mir gedacht, das versteht dann eben auch eigentlich jeder andere. Ja, das finde ich auch wieder klasse, muss ich ehrlich sagen. Da tickt man tatsächlich wirklich sehr ähnlich, weil auch bei meinen Seminaren und auch im Podcast wiederhole ich es auch immer wieder und das ist eigentlich auch mein Ziel, weil mein Eindruck ist, dass die Weinsprache eher Leute abschreckt oder verschreckt sogar, sich mit Wein auseinanderzusetzen und diese snobistische Ausdrucksweise oft gar nicht zielführend ist, Leuten Wein näher zu bringen. Ja? Das wirkt mehr so ausgrenzend fast schon, habe ich das Gefühl. Und insofern ist es total genial, wenn Leute, immer mehr Leute sich dazu berufen fühlen, halt der breiten Masse in einer einfachen, leicht verständlichen Sprache, nachvollziehbaren Sprache halt Wein, egal welcher Couleur, näher zu bringen. Das halte ich für wahnsinnig wichtig eigentlich, um die Weinkultur in Deutschland auch voranzubringen.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, letztlich ist ja so, man entwickelt sich natürlich schon irgendwo in diesem Kreis dann halt irgendwo rein und weiter. Und Klar. dann fängt das eben an mit das richtige Glas, die richtige Temperatur, die richtige Dekantierzeit. Und ich meine, das kennen wir halt alles. Aber da wird man irgendwann wird man halt nerdig. Und das geht, glaube ich, allen, die nicht so intensiv sich mit dem Thema beschäftigen oder beschäftigen wollen, dann auch relativ schnell auf den Geist. Und wo man sagt, Naja, ey, kann klar. ich nicht mal hier meinen schönen Dornfelder irgendwo in Ruhe noch trinken, auch wenn er ein bisschen warm ist, mir ist egal. Denn es gibt halt tatsächlich viele Leute, die sich mit diesem Thema gar nicht so akademisch auseinandersetzen Naja, wollen, genau. was man ja auch irgendwie dann auch Ja. akzeptieren muss. Man muss halt als Experte beides können, denke ich. Genau, das denke ich auch. Gut, dann denke ich, dann ist jetzt Zeit, dass wir uns mal mit dem eigentlichen Thema beschäftigen, den Portwein an sich. Und als erstes würde ich vielleicht noch mal ganz gerne aus deiner Perspektive hören, was für dich das Duro-Tal insgesamt auszeichnet. Also in der ersten Folge hatte ich jetzt schon erwähnt, die Dreiteilung und die Ursprungsbezeichnung etc. und so weiter. Aber von dir jetzt als Experte quasi, was ist das Besondere im Duro-Tal im Sinne von Boden, Klima, Lagenbezeichnung etc. in die Richtung? Also, da hast du mir natürlich schon viel Arbeit abgenommen, wenn du die Dreiteilung schon durchgeführt hast quasi. Aber genauso wenig, wie es quasi den Amerikaner gibt, gibt es auch eigentlich nicht den Rebstock im Durotal. Denn die Dreiteilung ist ja tatsächlich so, dass das ein ungefähr 150 Kilometer langer Streifen entlang des Duro ist, dann bis zur spanischen Grenze. Und daher sind diese Klimata tatsächlich wesentlich dramatischer als, glaube ich, in den meisten anderen Weinregionen. Also, glaube ich, das Durotal ist sehr ähnlich insgesamt zur Mosel im Hinblick auf die Steilheit, im Hinblick auf die Kurvigkeit des Flusses und den Boden. Also, es gibt natürlich nicht so viele Schieferarten wie an der Mosel, aber letztlich ist eben der vorherrschende Boden am Durotal ist eben auch Schiefer. Das ist natürlich, an der Mosel ist das aufgrund der relativ kühlen Nächte im September in Deutschland, zumindest die wir bisher mal hatten. Ich hoffe mal aufgrund der Klimaerwärmung, dass Ja, es auch so bleibt. wer Ist weiß, es wie eben lange gut, das dass, bleibt. genau, dass das Schiefer quasi die Wärme dann am Tag speichert und in der Nacht dann so gleichmäßig wieder abgibt, sodass sich die Trauben halt wunderschöner weiterentwickeln können. Im Dorotal hingegen herrscht das oder führt das dazu in Summe, dass die Weinreben noch mehr Stress haben, als sie sowieso schon haben. Also für mich ist es so ein bisschen, wenn du die beiden Weinregionen vergleichst, dass das Dorotal die Mosel auf Anabolika ist. Ne? Also dass quasi die Mosel auf nochmal mit 15, 20% mehr Temperatur, 15, 20 Grad mehr Temperatur. Und damit leiden die Weine. Und wenn wir das uns mal mengenmäßig angucken, also wenn du in der Champagne ungefähr 100 Hektoliter pro Hektar hast, dann hast du in Bordeaux noch 50 Hektoliter pro Hektar und im Durotal hast du, glaube ich, durchschnittlich so über den Daumen 23 bis 25 Hektoliter pro Hektar. Also sehr geringer Parker, ne? Sehr geringer Ertrag, genau. Die meisten Arbeiten müssen mit Hand erledigt werden, aufgrund der Steinheit, ähnlich wie in der Mosel auch. Das heißt, die haben da eben auch diese Mauerkonstruktionen, die gar keinen Einsatz von irgendwelchen schweren Maschinen erlauben würden, Wenn sodass ich sie es dann jetzt richtig tatsächlich. im Kopf habe, Axel, also die Terrassierung, ich glaube, das ist das, auf was du hinaus möchtest. Genau. Es ist in beiden Regionen ähnlich. Wenn ich es jetzt aber aus dem Kopf raus sagen müsste, dann meine ich, in der Mosel ist eigentlich die Pflanzrichtung eher von oben nach unten und im Durotal hat man durch die Terrassierung eigentlich entlang des Flusslaufes die Rebzeilen, oder? Ja, ist korrekt. Also es gibt mittlerweile auch, du kannst ja nennen sie in Portugal Ao Alto, dass du quasi dann rechtwinklig zum Fluss, also was du sagst, von oben nach unten terrassierst. Das kannst du nur bis zu einem gewissen Steilheitsgrad halt machen und sollte der steiler werden, musst du das dann eben halt mit diesen entweder Steinmauern oder mit diesen angeböschten Mauerkonstruktionen oder Ja. mit Mäuerchenkonstruktionen da halt hinkriegen. Aber letztlich ist es eigentlich vom Prinzip her nicht großartig was anderes. Und die Logik ist eben bei beiden Weinregionen so, dass die Wurzeln aufgrund des Schiefergesteins relativ schnell, relativ tief kommen und dadurch eine sehr große Kraft und Mineralität aus dem Boden halt rausholen, und die dann eben auch irgendwo sich dann in den Trauben halt da widerspiegelt. Das Und heißt, bei beiden Bewässerung ist gar nicht in jedem Fall nötig, trotz des Hitzestresses.
Du darfst in Dorotha, also ich sage immer, ich habe ja deutsches Steuerrecht studiert und dachte immer, dass mir eigentlich bürokratisch kaum noch einer was vormachen kann. Aber das Portwein-Institut ist aus mehreren Gründen halt wahnsinnig bürokratisch, ne? Wo ich mich zum einen zu Hause gefühlt habe, wo ich aber zum anderen gesagt habe, wow, hätte ich nie gedacht, dass es eine Region gibt. Und jetzt kommt eigentlich der große Unterschied, die nicht nur die, sage ich jetzt mal, Legislative haben, also nicht nur die Gesetzgebung haben, die viele andere Weinregionen auch haben, aber die eben aufgrund der Verbrauchssteuer, die Portwein ja überall hat auf der Welt, eben auch eine Zollproblematik halt oder eine Zollhierarchie aufweist. Das heißt, wenn du jetzt ein Hersteller bist im Dorotal, der Wein und Portwein produziert, musst du das komplett trennen. Das heißt, du hast ein Zolllager, wo deine Portweine lagern und du hast ein Lager, wo dein Wein lagert. Und da kommt der Zoll auch rein und die Jungs haben auch eine 9mm-Pistole an der Seite und die nehmen dich auch sofort mit Handschellen mit nach Hause, wenn sie der Ansicht sind, dass das halt nicht nach deren Vorschriften halt dann da läuft. Ne? Also ist das Portwein-Institut unwahrscheinlich gut organisiert. Das heißt, jeder Portwein, der auf den Markt kommt, wird eben, bevor er überhaupt auf den Markt kommt, wird er von Leuten, die nichts anderes machen, den ganzen Tag als Portwein zu probieren, wird er nach einer 10-Punkte-Skala bewertet und wird sowohl analytisch als auch sensorisch runtergebrochen. Und die kaufen dann eben vom Markt auch nochmal die Portweine wieder auf, vergleichen die mit den Proben, die eingeschickt wurden. Also es ist wirklich ein wahnsinnig gut regulierter, aber eben auch, und das ist der wichtige Unterschied zu vielen anderen Regionen, auch kontrollierter Markt. Sodass man eigentlich heutzutage kaum noch fehlerhafte Portweine hat, während das ja in anderen Bereichen schon noch so ist, dass du sagst, Mensch, das ist jetzt hier ein Wein, der vermeintlich jetzt hier die in der Kategorie mitspielt, die wirklich sehr, sehr gut ist, aber dann leider eben doch nicht so gut ist, wie er eigentlich sein sollte. Ja, oft ist es ja so, dass die Qualitätsaussagen von den staatlichen Prüfinstituten ja sehr in Zweifel gezogen werden. Jetzt gerade bei der DLG auch zum Beispiel, da gibt es zwar diese Verkostung und die auch eine gewisse Typizität garantieren soll, aber ich meine, viele sagen ja hinter vorgehaltener Hand, dass die Qualitätssicherung eigentlich ihr Name nicht wirklich verdient hat. Und so, was du jetzt beschreibst, scheint ja da das Portwein-Institut tatsächlich einer der wenigen Ausnahmen zu sein, die dort auch durchgreifen dann letztendlich. Ja. Es gibt auch viele Regularien, die natürlich zurzeit in einer extremen Diskussion stehen, weil sie bei den Duro-Weinen nicht greifen, bei den Portweinen aber schon und von daher schon irgendwo so eine quasi eine Fußfessel für die Portweinproduzenten sind, die, wenn sie Weine produziert hätten, das dann nicht eben haben. Ja. Aber letztlich führt das dann schon dazu, dass das Portweininstitut schon weiß, welcher Produzent von welchem Portwein aus welchem Jahrgang noch was im Lager hat. Und von daher, wenn jetzt irgendwie, sag ich jetzt mal, als Hersteller wie Nieport einen 20 Jahre alten Nieport machen willst und du dann angibst, dass du von deinem Collieter, also von deinem jahrgangsreinen Portwein, ich sag jetzt mal 1998, 10.000 Liter nimmst, dann streichen die ja 10.000 Liter raus und dann sind die quasi weg. Und wenn die bei der nächsten Kontrolle dann noch die 10.000 Liter irgendwo finden, dann gibt es natürlich ein paar Fragezeichen, die du halt beantworten musst. Also es ist schon, wie gesagt, das ist schon sehr, sehr, sehr gut kontrolliert. Und das führt eben auch dazu, dass, wie gesagt, Portwein, glaube ich, mit das beste, regulierteste, aber eben auch kontrollierteste Getränk, glaube ich, der Welt sogar ist. Ja, also gut, die Parallelen tun sich da schon auf mit der Champagne, die ja auch extrem stark reguliert ist und überwacht ist. Da nehmen sich beide vielleicht gar nichts. Aber würdest du sagen, dass es üblich ist, dass Portweinhäuser auch Stillweine herstellen oder ist das eher eine Ausnahme? Lass uns noch einmal kurz zurückgehen zum Gebiet. Wenn man dann nochmal guckt, das ist ja ein 150 Kilometer langes West-Ost. 150 Kilometer langer West-Ost-Band ist und dass du ungefähr einen Niederschlagsrückgang von West nach Ost von ungefähr 50% und Temperaturanstieg von ungefähr 2-3 Grad hast, dann und es auch noch ein Südufer und Nordufer gibt, dann gibt es aufgrund der Flussbiegung eine extreme Varianz in Sonnenstunden und dann hast du noch einen Höhenunterschied von 0 bis 5, 6, 700 Metern, sodass du da natürlich eigentlich, dass fast jeder Rebstock ein Unikat ist. Ja. Also muss man ehrlich sagen, dass das schon ein Gebiet ist, was man nicht so über einen Nenner brechen kann, sodass die Weine eigentlich, je nachdem, wo sie dann auch herkommen, schon erheblich unterschiedlich sind. Zu deiner zweiten Frage, Duro-Weine. Also Duro-Weine gibt es ja noch gar nicht so lange.
Ja. Das heißt, es gibt ja den Ikonenwein, den Barca Velha, also was übersetzt altes Schiff heißt, den gibt es seit 1952, da wurde er zum ersten Mal abgefüllt. Aber es hat tatsächlich bis ungefähr 1990 gedauert, bis sich bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen halt eine kleinere Menge an Herstellern mal dran getraut haben, auch Stillweine zu machen. Dann war in den 90ern waren das, würde ich mal sagen, so 5, 6, 7. Um 2000 rum waren das dann sehr viele, die gesagt haben, Mensch, das ist auf jeden Fall ein sehr gutes Zubrot, wenn nicht sogar noch mehr. Und mit dem Jahrgang 2004, 2005 sind die Weine dann richtig gut geworden, finde ich. Und mit dem Jahrgang 2011 dann auch berühmt, weil 2011 fast überall anders in der Welt nicht besonders gut war, aber im Dorotal sowohl bei den Weinen als auch bei den Portweinen halt hervorragend, sodass dann eben sich eigentlich jeder Journalist, der irgendwie mal wieder was Neues schreiben wollte, voll auf die Portweine und auf die, also quasi aufs Dorotal konzentriert hat und gesagt hat, Mensch, die überschütten wir jetzt mal mit allen möglichen Preisen, Punkten, whatever, so dass man da eigentlich seitdem sagen kann, da, das ist so diese Dorotal 3.0, wo eben dann die Weine mittlerweile mengenmäßig und auch reputationsmäßig fast sogar die Portweine überholt haben. Und ging diese Stillwein-Initiative von den Duro Boys aus? Ich habe da, das war doch dieser Zusammenschluss von ein paar Winzern, die meine ich jetzt, sich diese Vermarktung von normalen Weinen in Anführungszeichen auf die Fahne geschrieben haben, oder war das eine andere Bewegung? Ich krieg's jetzt ehrlich gesagt. Also die Duro Boys waren mit Sicherheit maßgeblichst daran beteiligt, dass die Stillweine im Durotal tatsächlich auch eben diese Wertschätzung erfahren haben, die sie erfahren haben. Aber es gibt daneben schon noch ein paar andere Hersteller, wie Ramos Pinto oder wie Alves de Sousa, die eben auch in den 90ern wirklich schon sehr, sehr gute Weine gemacht haben, wo man dann gesagt hat, ohne dass man jetzt das nur auf die Duro Boys fixieren würde, aber die Duro Boys haben natürlich eben einfach gesehen, wenn jeder von denen alleine irgendwo hingeht, dann ist das mit Sicherheit erfolgreich, aber wenn sie dann zu fünf da auftreten, dann ist es mit Sicherheit wesentlich erfolgreicher. Und die haben dann mit ihrer Schirmherrin, sag ich jetzt mal, mit der Dolly Moore von Wine & Partners, haben die mit Sicherheit da auch jemanden gefunden, der das hervorragend inszeniert und dirigiert hat, sodass da fünf sehr, sehr gute Hersteller, sowohl von Portweinen als auch von Stillweinen, zusammen auftreten und das natürlich immer für alle viel, viel attraktiver ist, als wenn man eben nur zu jedem von den Einzelnen geht zur Jahrespräsentation. Okay. Und diese ganze Diversität, die du jetzt gerade erklärt hast, Himmelsausrichtung etc., schlägt sich das irgendwie in der Erziehungsform auch nieder? Also ist dort wegen der Hitze die Pergola-Erziehung verbreiteter oder Drahtrahmen, wie man es jetzt an der Mosel eher kennt? Welche Erziehungsform wird gewählt in der Regel? Du hast ja schon Drahtrahmen prinzipiell. Also Pergola gibt es da überhaupt nicht. Und man will ja quasi auch, dass die Rebsorten leiden. Also die Idee im Duro ist es, dass sie halt sagen, wir wollen gar nicht auf Masse gehen, wir wollen wirklich rein auf Qualität gehen. Wir wollen eben nicht, dass die Reben da so wahnsinnig viel produzieren. Und du hast ja eben noch eine Frage gestellt zur Bewässerung. Also in den beiden westlicheren Bereichen im Sima Corgo und Baixo Corgo darf man nicht bewässern, außer die ersten zwei Jahre, wenn du einen neuen Setzling pflanzt, damit der halt überhaupt irgendwie angehen kann. Ja. Und nur im Duro Superior darfst du bewässern, aber auch nur eigentlich, um die Pflanze nicht sterben zu lassen und nicht zur Steigerung der Quantität. Und also man will eben wirklich, dass man da diese extrem mineralischen, konzentrierten Trauben erntet, die eben genau diese Weine herstellen, die du dann halt hinterher im Glas hast. Ne? Und das ist beim Portwein halt ähnlich so wie bei den Stillweinen, dass man halt wirklich sagt, die haben schon einen sehr hohen Unikat-Faktor, sodass du halt sagst, also wenn du so einen Duro-Wein im Glas hast, dann wirst du selten denken, das könnte auch ein Bordeaux sein oder das könnte irgendwas von irgendwo anders her sein, weil die sind dann eben nicht nur dick, sondern die sind auch aufgrund der Rebsorten, die da vor Ort sind die eben wirklich so einzigartig, dass man einfach diesen Einzigartigkeitsfaktor dann sofort wieder erkennt. Aber ich glaube, was also diese Ertragsminderung, die ja dort eben über Trockenstress unter anderem erzeugt wird, schlägt sich ja auch einfach nieder in der Konzentration der Weine und in der Aromaintensität, die ja ganz weit oben anzusetzen ist und ihresgleichen ja auch eigentlich sucht, wenn man ehrlich ist. Das, glaube ich, kommt halt nur, wenn man wirklich
auf so geringe Erträge setzt und halt die Pflanzen letzten Endes auch wirklich quält. Ne? Genau. Das kriegt man gar nicht hin. Ne? Ja. Aber wenn du also sagst, oder was mich jetzt wirklich selber auch überrascht, ist einfach auch diese Vielfalt über diese drei Unterzonen und natürlich auch die Geografie oder Topologie, besser gesagt, was die an Spielarten und Stellgrößen den Winzern bietet. Ich glaube, gefühlt würde ich sagen, ist das doch die Hauptaufgabe von dem Portwein-Institut oder auch von den Vermarktungsagenturen zu vermitteln, dass Portwein nicht gleich Portwein ist, sondern dass wir hier ein Gebiet haben, was auch eine ganz, ganz breite Vielfalt an Stilen hat, weil ich glaube, das ist, was die Leute gar nicht bewusst ist, weil die meisten, würde ich sagen, können jetzt nicht groß unterscheiden, was es für Spielarten gibt, mal abgesehen davon von der Portweinart, sondern einfach auch die Vielfalt, die Hersteller eigentlich bieten. Ich glaube, die meisten kennen eigentlich Portwein an sich als Ganzes über den Kamm, ohne jetzt von der Bandbreite eigentlich überhaupt eine Ahnung zu haben letzten Endes. Ja, denke ich auch. Aber das ist ja bei Sherry Madeira ähnlich. Das ist einfach, man muss sich tatsächlich mal mit diesem Thema auseinandersetzen, um diese Vielfalt zu begreifen. Also gerade beim Sherry ist ja auch so, du hast so viele verschiedene Nuancen des Sherrys, dass man ja auch den ganzen Abend theoretisch mit Weinbegleitung eigentlich mit Sherry machen kann, ohne dass es jemals irgendwie langweilig wird. Ne? Das würde ich beim Portwein nicht machen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Portwein ist für mich zu 80% ein Digestiv und zu 20% ein Aperitif. Mhm. Und dazwischen gibt es eben, wie ich eben schon gesagt habe, so viele andere tolle Weine, dass ich da auf keinen Fall einen Portwein wählen würde. Aber es gibt auf jeden Fall verschiedene Stilistiken und die muss man einfach mal in einem viertelstündigen Vortrag mal kurz gehört haben, damit man sich da einigermaßen wohlfühlt. Denn wenn ich nie verstanden habe, welche Notenschlüssel nicht verstanden habe, dann kann ich auch nicht wirklich bewusst mal einem Konzert zuhören und verstehen, was mir der Dirigent oder Komponist eigentlich sagen will. Mhm. Ich sage in meinen Seminaren immer, warum ein Wein aus der oder jener Region so ist, wie er ist, ist kein Zufallsprodukt, sondern letzten Endes eine logische Konsequenz aus den Rahmenbedingungen plus der vorherrschenden Tradition vor Ort. Auf Portwein runtergebrochen, was würdest du sagen, wie kam man drauf und warum ist dieses Aufspritten, kam dort überhaupt auf oder in Mode, besser gesagt? Und warum sind die Weine schlicht und einfach so, wie wir sie letzten Endes im Glas dann haben? Also bei den Portwein ist es schon so, dass England als Haupttrinkmarkt der Vergangenheit eigentlich fast, wir reden jetzt so vom 15., 16. Jahrhundert, die Weine ausschließlich aus Frankreich bezogen hat. Dann gab es ja dann irgendwann einen 30-Jährigen, 100-Jährigen und whatever kind of Krieg. Und die Kriege damals hatten halt immer, wie heute ja auch, zur Folge, dass wirtschaftlich alles gebannt wird, was aus den respektiven Gegnerländern dann halt kommt. Ja. So, damit wurde es irgendwann für den englischen Trinkmarkt nicht mehr verlässlich, dass man sich auf Frankreich bezieht und da halt die Weine herbekommt. Mhm. Da hat man sich dann umgeguckt und hat gesagt, okay, wer könnte uns denn noch in dem Umfang, in dem wir Weine haben möchten, was liefern? So, wir haben ja, glaube ich, als Deutsche noch zu den Zeiten mit irgendwelchen Lederhosen auf irgendwelchen Bäumen gelebt. Also das heißt, wir waren definitiv nicht vinophil ansprechbar. Ja. Die Spanier hatten zwar schon sehr gute Weine, haben die aber alle selber getrunken. Das heißt, die waren, glaube ich, gar nicht wirklich an einem Handel mit England interessiert damals. Aber mit den Portugiesen gab es halt schon sehr lange vor dieser Zeit Wirtschaftsabkommen und Handelsabkommen und auch Verteidigungsabkommen, sodass man da gesagt hat, Mensch, lass uns doch mal gucken, wie es in Portugal aussieht. Da hat man sich Nordportugal angeguckt, weil das natürlich noch ein bisschen näher an England vom Seeweg her dran liegt. Ja. Porto hatte auch damals schon einen relativ gut ausgebauten Hafen und hat sich dann überlegt, dann machen wir mal Weine und schicken die mal rüber, mit dem Ergebnis, dass die Weine eigentlich fast alle um waren, wenn sie da ankamen, weil die natürlich noch längst nicht die Qualität hatten, die sie heute hatten. Und hat man sich überlegt, jetzt müssen wir die irgendwie haltbarer machen. Mhm. Wir müssen irgendwie gucken, dass diese Weine in einem guten Zustand dann ankommen und hat dann, also nicht so wie damals irgendein Mönch bei Dom Pérignon, damit irgendwelchen sehr schönen Vorstellungen hat man da wirklich einfach geguckt, was für ein Gemisch von Branntwein und Wein tatsächlich passt, um den Wein eben zu verstärken,
damit da die ähnliche Qualität ankommt an Wein, die losgefahren ist. Da muss ich ja vorstellen, bisher war das halt immer über einen Ärmelkanal in Frankreich. Das ist, denke ich mal, mit so einem Segelboot einen Tag zu machen. Aber wenn man sich mal Porto anguckt und England, das ist doch ein wesentlich längerer Weg. Also die waren zum Teil, je nach Windlage, waren ja schon mal 1, 2, 3 Wochen unterwegs. Mhm. Und wenn die meisten Fässer wurden dann auch entweder sogar auf Deck oder im ersten Unterdeck gelagert. Das heißt, wenn das Sommer war, dann haben die auch ordentlich Sonne und ordentlich Hitze abbekommen. Ja. Das heißt, die Weine mussten eben schon ordentlich was aushalten. Die sollten aber jetzt eben nicht zusätzlich reifen. Und das hat aber dann sofort eingeschlagen in England, dass man eben gemerkt hat, Mensch, die schmecken uns noch viel besser. Die sind auch kalorisch, was ja auch damals ein wichtiger Faktor war, weil die Leute ja jetzt nicht so wie wir latent überernährt waren, sondern doch eher nach Kalorien gelächzt haben, hat man halt gesagt, Mensch, das ist ein toller Wein, denn so eine Flasche Port hat ja schon sowas wie 1000 Kalorien. Ja. Und hat eben dann den Portwein sehr schnell in England hoffähig gemacht. Und es gab dann auch wirklich Leute, die dann pro Tag 4, 5 Flaschen Portwein getrunken haben, weil eben Wein ja das einzig wirklich reine, die einzig reine flüssige Quelle war, die man damals trinken konnte. Also Wasser war ja immer so latent unrein, da weiß man nicht, wo es herkommt. Und es war eben auch noch hochkalorisch, was dann eben auch dazu geführt hat, dass man eben noch mehr Power bei der Arbeit hatte. Und es hatte auch noch einen höheren Alkoholgehalt mit 20%, die Portwein ja immer hat. Mhm. So dass man am Ende des Tages dann tatsächlich bei diesen schweren Arbeiten, die damals ausgeführt werden mussten, eigentlich in allen Bereichen gewonnen hat. Also in dem Fall war es dann eher eine logistische Fragestellung, die gelöst werden musste, und letztens auch eine Absatzproblematik, dass man halt versucht hat, sich auf den Hauptabsatzmarkt irgendwie einzustellen mit einer Stilistik. Genau. Also das führte dann wirklich tatsächlich in England so weit, dass die irgendwann gesagt haben, Port for Men and Claret, also quasi nicht verstärkten Wein dann for Boys. Mhm. Sodass man schon so ein bisschen abwegig gehandhabt hat, dass quasi Portwein schon so das eigentliche Getränk war, was man schon irgendwie trinken sollte, wenn man, keine Ahnung, Haare auf der Brust haben wollte oder eine tiefe Stimme kriegen sollte, so ähnlich wie beim Rauchen damals halt. Also das war schon damals halt extrem hochfähig, aber kam komplett aus der Logistik raus, hast du vollkommen recht. Ja, was mich noch interessieren würde, ist, also von der Herstellungsmethodik habe ich schon erklärt in der letzten Episode, die Gärung wird ja gestoppt durch die Zugabe von den 77-prozentigen Alkohol, weil damit die Hefezellen nicht mehr in der Lage sind, den Stoffwechsel durchzuführen. Ich möchte aber nochmal auf den zugesetzten Alkohol zu sprechen kommen. Welcher Aufwand wird dort bei der Qualitätssicherung betrieben? Wie wichtig ist den Herstellern der Ursprung des Alkohols? Aus welcher Produktion darf der herkommen? Muss der aus Agrarprodukten entstehen? Welche nimmt man da und wie groß ist der Einfluss auf die Qualität des Endproduktes von dem zugegebenen Sprit? Das ist eine sehr gute Frage. Da wurde in der Vergangenheit relativ wenig Wert drauf gelegt, aber seit Anfang der 90er wird der zugesetzte Aguardente, also Brandy, wird genauso gehandhabt wie der Portwein selber. Das heißt, wenn ich als Portweinproduzent eben Portwein herstellen möchte, dann muss ich nicht nur das finale Portweinprodukt dem Portweininstitut vorstellen, sondern ich muss eben auch den zugesetzten Branntwein vorher mir vom Portweininstitut genehmigen lassen. Mhm. Da gibt es zwei unterschiedliche Stilrichtungen. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon ein bisschen zu weit geht. Ich versuche es auch kurz zu machen. Also es gibt einen Aguardente, der nur aus Weinprodukten hergestellt wird. Und es gibt einen Aguardente, der eben auch, also quasi nur aus Trauben und Traubentrester hergestellt wird. Ja. Und es gibt einen Aguardente, der eben auch mit Stielen und Blättern vielleicht sogar zum Teil hergestellt werden kann. Okay. Also er heißt dann Aguardente Vitica und Aguardente Vinica. Also Vinica ist der höherwertigere. Mhm. Und der kostet dann schon sowas wie 1 Euro bis 2 pro Liter mehr. Ja. Was natürlich jetzt bei so hochpreisigen Sachen wie Vintage-Port oder älteren Colietas kein Problem ist. Aber in dem Augenblick, wo ich jetzt wirklich dann so ein 4,50 Euro Wein beim Aldi herstelle, kann ich dann davon ausgehen, dass auch der Branntwein schon minderwertiger ist. Nichtsdestotrotz muss der eben auch gewisse Qualitätskriterien im Portweininstitut passieren.
Und ich habe tatsächlich mir bei älteren Portweinen früher häufig überlegt, nicht häufig, aber ab und zu überlegt, Mensch, der Branntwein, der sticht da irgendwie so noch als Störnote raus. Woran lag das wohl? Ja. Und war dann aber irgendwann mal beim Portweininstitut mit dem Chefverkoster Bento Amaral zusammen, der dann gerade auch eben eine dieser Verkostungen gemacht hat, hatte dann noch 8 von diesen Brandys da stehen und hat gesagt, wenn ich wollte, könnte ich hier gerne mal probieren. Habe das dann auch gemacht und habe dann sofort diese 2 rausgefunden, die er auch gesagt hat, die er dann nicht genehmigt hat, ja, weil die das genau hatten. Die hatten also so einen störenden Nebengeruch, der sich niemals in einen Portwein integrieren wird, sodass das dann eben am Ende des Tages auch dazu führen wird, dass man dann ähnlich wie bei so einem, sag ich jetzt mal, billigen Schnaps oder billigen anderen hochalkoholischen Produkt dann tatsächlich eher das Gefühl hat, das sollte ich mir lieber vor der Blutabnahme auf den Arm sprühen, als dann tatsächlich zu trinken. Das heißt, eigentlich sollte der zugesetzte Alkohol möglichst geschmacksneutral sein. Mhm. Am Ende genau. Des Tages, ja, richtig. Die Frucht nicht zu verfälschen. Genau, also du willst eben, dass du willst genau das, was du ja in der letzten Folge beschrieben hast, du willst eben, dass die Hefen quasi abgetötet werden, sodass der Gärungsprozess gestoppt wird und dass der Wein dadurch eben sowohl höher prozentig ist vom Alkohol her, weil er eben zugefügten Alkohol hat, als auch eben einen gewissen Restzuckergehalt behält, aber den Geschmack in keinster Weise irgendwie verfälscht. Und das kommt eben dann auch wieder auf den Portweinstil an, den du dann eben am Ende des Tages herstellen willst. Also willst du jetzt zum Beispiel einen Rosé-Port haben, musst du natürlich noch viel mehr Wert auf den zugefügten Branntwein legen, weil natürlich der Rosé-Port viel filigraner in der Struktur ist als ein Portwein ein klassischer Portwein aus roten Trauben, wie jetzt ein Ruby oder Tawny, sodass du dir da schon als Produzent sehr viele Gedanken machen musst, was du denn da eben für einen Aguardente, also für einen Branntwein dann verwenden möchtest. Auf Rosé kommen wir gleich noch, da hast du schon quasi das Thema vorweggenommen. Kommen wir jetzt zu den Portweinstilen insgesamt. Also ich glaube eigentlich ganz grundsätzlich kann man es in 2 Gruppen einteilen, fassgereifte und flaschengereifte Portweine. Genau, es gibt, also sag jetzt mal, wenn man es wirklich aufdröselt, gibt es ungefähr 10% der Portweine, die ich auch wirklich komplett als Aperitif zur Einfachheit, aber als Aperitif-Portweine bezeichne. Das wären dann weiße Portweine aus weißen Trauben und die Rosé-Portweine. Das sind aber ungefähr beides zusammen ungefähr 10% vom Markt. 90% sind die klassischen und die werden, wie du eben schon richtig gesagt hast, in die flaschengereiften Ruby-Ports und die fassgereiften Tawny-Ports aufgeteilt und die werden dann nochmal in die jeweils 3 Hierarchiestufen eingeteilt. Wir haben jeweils oben die Entry-Level Rubies und Tawnies. Das ist dann eben auch sowas, wie man dann beim Aldi kriegen würde. Also wenn man wirklich, also ich sage mal, für die Hörer deines Podcasts, wenn ihr euch das anhört, wollt ihr das definitiv nicht kaufen. Denn das ist zwar mittlerweile auch wirklich gut gemacht, aber das ist wie so ein gut gemachter, frischer Rotwein. Man schluckt ihn runter und hat eben wirklich 0-10% des möglichen Abgangverhaltens. Also das ist halt ein Wein, der ist dann direkt weg. Der ist fruchtig, der ist frisch, aber der ist direkt weg. Dann gibt es in der mittleren Qualität bei den Rubies die sogenannten Late Bottled Vintage Ports. Die müssen nach 4-6 Jahren abgefüllt werden. Das sind dann immer noch sehr kräftig frische Rote. Ich habe das ja eben schon bei dem Buch erwähnt. Also das ist der Wein, den ich empfehlen würde, wenn man generell frische, fruchtige, kräftige Rotweine mag und nicht weiß, wie ein Portwein schmeckt und gerne mal Portwein probieren möchte. Denn der Late Bottled Vintage Port, LBV abgekürzt, der hilft einem relativ schnell von der Sensorik des Rotweins rüberzukommen zum Portwein. Und dann gibt es in der letzten Hierarchiestufe bei den Rubies gibt es die Vintage Ports, das ist die Königsklasse, das sind noch die einzigen Weine, bitte alle Hörer nochmal hinhören, die einzigen Portweine überhaupt, die es gibt, die von einer zusätzlichen Flaschenlagerung profitieren. Alle anderen Portweine sind abgefüllt zum direkten Konsum. Also das ist wirklich eine der Sachen, die ihr hoffentlich dann mitnehmt, denn es gibt ganz viele Leute, die mir immer wieder irgendwas anbieten, irgendwelche fassgereiften Portweine, da kommen wir erst gleich drauf, die aber schon vor 20 Jahren abgefüllt wurden und die sind dann normalerweise etwas fader. Das heißt, Vintage Port ist der einzige Wein, ähnlich wie alle anderen großen Weine, Burgund oder Bordeaux, die eben wirklich mit in der Flasche sich dann weiterentwickeln und tatsächlich eben dann auch wirklich besser werden. Ja, bei den Tawnies ist ja, finde ich, dass da so gesehen die Portweine oder die Hersteller oder die Region an sich, wie man es jetzt nehmen will, eigentlich ihrer Zeit ja schon voraus waren, weil eine Statistik, die mich jedes Mal überrascht und die ich auch in allen Seminaren immer wieder ganz gerne zitiere, ist,
dass, wenn ich jetzt richtig liege, ich glaube 97% der Weine werden innerhalb der nächsten 3 Tage konsumiert. Das heißt, in Deutschland, also es ist auf Deutschland bezogen. 3 Tage oder 3 Jahre? 3 Tage. Das heißt, in Deutschland ist der Wein ein absolutes Bedarfsgut. Es wird so gut wie kein Wein zum Lagern gekauft und die Hersteller stellen sich auch entsprechend drauf ein und tendieren zumindest jetzt im industriellen Sektor dazu, möglichst sofort trinkbare Weine herzustellen, weil das einfach das Durchschnittskonsumverhalten ist. Ja. Und insofern passt da natürlich Portwein absolut perfekt rein, weil das zu dem normalen, gewöhnlichen Trinkverhalten der meisten Konsumenten passt, eben Weine sofort nach Bezug zu verzehren letzten Endes. Ja, das stimmt schon. Aber ich meine, die haben natürlich auch ein durchschnittliches Konsumverhalten von, keine Ahnung, mittlerweile 2,80 Euro, hoffe ich jetzt mal, pro Flasche in Deutschland. Ja. So, und das ist ja nicht das, was jetzt hier deine Hörergruppe, glaube ich, anspricht. Ne? Also ich denke mal, dass da schon etwas tiefer in die Tasche gegriffen wird und dass man schon dann versteht, aha, es gibt gewisse Weine, die lohnen sich eben noch hinzulegen. Und da geht es gar nicht darum, dass ich das perfekte Weinlager habe. Also beim Portwein ist es tatsächlich so, dass der die schlechte Lagerung noch am wenigsten übel nimmt. Ich glaube, Champagner ist damit am anspruchsvollsten, aber Portwein ist damit mit Madeira und Sherry am wenigsten anspruchsvoll. Gehen wir nochmal kurz auf die Tornis ein. Ja. Bei den Rubis hat hier eben gesagt, es gibt die Entry-Level-Rubis, da steht dann normalerweise auch nur Ruby oder Fein-Ruby oder sowas auf dem Etikett drauf. Mhm. Dann gibt es die Late-Bottled-Vintage-Ports als mittlere Hierarchiestufe und dann gibt es dann die Vintage-Ports als höchste Hierarchiestufe bei den Rubis. Bei den Tornis gibt es eben auch 3 Kategorien, auch Entry-Level-Tornis, da steht auch drauf Fein, Tawny oder sowas in der Art, aber auf jeden Fall nur der Begriff Tawny. Dann gibt es beim Portwein gibt es bei den fassgereiften Weinen nur 10, 20, 30 und über 40 Jahre alte Tawnys. Mhm. Das heißt, da muss nicht wie beim Whisky der Wein, der verschnitten wird, das Mindestalter haben, sondern der Durchschnitt der verwendeten Weine muss dann 10, 20, 30 oder über 40 Jahre alt sein. Und dann gibt es in der Spitzenkategorie die sogenannten Colheitas. Colheita steht für Ernte, also wird Colheita quasi geschrieben. Mhm. Und das ist der einzige jahrgangsreine Tawny, den es gibt. Das heißt, es gibt 3 jahrgangsreine Portweine, die Late-Bottled Vintage Ports, die nach 4 bis 6 Jahren abgefüllt werden. Die Vintage Ports, die Spitzenkategorie bei den Rubis, die nach 2 bis maximal 3 Jahren abgefüllt werden. Und dann die Colheitas, die fassgelagert sind und frühestens nach 7 Jahren und dann eigentlich, ich sage jetzt mal unendlich, aber ungefähr so bis 100 Jahre dann eigentlich abgefüllt werden. Und da kommt es, und das ist wirklich auch nochmal wichtig, ich habe ja eben gesagt, es ist ganz wichtig bei den Rubis, dass die Vintage-Ports die einzigen sind, die eine Flaschenlagerung quasi oder die durch Flaschenlagerung besser werden. Mhm. Und bei den Tawnys ist es so, dass eigentlich zwar es nicht draufstehen muss, aber das Abfülljahr normalerweise draufsteht. Aha. Und da guckt er bitte auch bei den 10, 20, 30, 40 Jahre alten Weinen immer drauf. Da steht immer meistens hinten drauf, ganz klein bottled oder Engalafada auf Portugiesisch und dann immer so eine kleine andere Zahl. Und da guckt er drauf, dass dieses Jahr möglichst nah an dem Jahr des Kaufes liegt und genauso bei den Colheitas. Also, dass das wirklich so ist, dass wenn man auch ältere Colheitas halt kauft, dass die möglichst nah an dem Kaufjahr abgefüllt wurden. Ah ja, super, dass du das nochmal gesagt hast, weil das ist so das dritte Standbein, was ich mit meinem Podcast versuche zu erreichen, ist eben Kaufkompetenz zu vermitteln. Und das sind halt genau die Sachen, die oft hinten runterfallen, die man nicht weiß und dann letzten Endes auch gewisses Enttäuschungspotenzial hat, wenn man eben einen Wein dann kauft, wo man denkt, okay, ich kaufe mir jetzt einen 30 Jahre alten Tawny, greift tiefer in die Tasche, aber der Händler hat den jetzt halt leider schon 15 Jahre irgendwo als Ladenhüter stehen gehabt und das kann nur zu Enttäuschung führen und damit ist bei dem individuellen Geschmackserlebnis das Thema Tawny natürlich abgehakt, wenn der so und so viel Euro ausgibt und kriegt dann einen verbrannten Wein letzten Endes. Ne? Ja, hundertprozentig. Total bitter dann letzten Endes. Genau. Aber das ist tatsächlich immer noch so, dass auch in Spitzengastronomien leider es immer noch so ist, dass Portweine dann, obwohl wir diesen Namen Wein ja tatsächlich drin haben, immer noch wie eine Spirituose behandelt werden. Das heißt, also gerade die Rubis muss man genauso behandeln wie ein Rotwein. Das heißt, die schmecken am zweiten Tag, wenn die geöffnet sind, schon anders als am ersten Tag. Ja. Bei den Tawnys ist es schon etwas anderes. Das heißt, die können dann schon 2, 3, 4 Wochen mal offen sein. Aber ich meine, letztlich ist es so, wenn ich eine Weinflasche für 50, 100 Euro aufmache,
dann muss ich mir schon Gedanken machen, was ich eben mit dem Verbleib oder mit dem weiteren Wein dann halt mache. Und ich mache das normalerweise so, wenn ich jetzt eine ganze Flasche nicht trinken will, dann fülle ich die halt sofort um in so eine kleine Flasche, mache dann Schnupfen drauf, pumpe dann den Rest der Luft raus und stelle die in den Kühlschrank. Und das kann ich tatsächlich eben bei einem Vintage-Port auch mit einem 40, 50 Jahre alten Vintage-Port machen. Das nimmt ihr mir erstmal nicht übel und trinkt ihr dann einfach in 3, 4, 5 Tagen weiter. Oder zum Teil, ich habe es auch schon mal vergessen und habe dann tatsächlich einen Wein von meinem Geburtsjahr 1970 dann erstmal nach 3, 4 Monaten weiter getrunken, habe auch keinen Aufkleber drauf gemacht, habe dann irgendwann gesagt, Mensch, das ist doch der 1970er Offley Vintage-Port. Und der schmeckte genauso wie am ersten Tag. Also das können die tatsächlich. Aber an der Luft, bei Wärme, nehmen das gerade die Rubis und auch die jungen Rubis nehmen das schon übel und die werden dann schon schnell fad, halt, muss man ehrlich sagen. Also die bauen das schon ab. Aber genauso wie halt die guten Rotweine, die bleiben dann, also gerade die Jungen bleiben dann vielleicht noch 2, 3 Tage einigermaßen auf der Höhe, aber danach wird das eben nicht mehr so das Geschmackserlebnis. Die Miniserie heißt ja jetzt Weine für die Ewigkeit und in Bezug auf Portwein, wie du jetzt gerade schon gesagt hast, bezieht sich das eigentlich nur auf die Vintage-Ports, dass die von der Flaschenreifung noch profitieren. Wodurch entsteht eigentlich diese lange Lagerfähigkeit beim Portwein speziell? Ja, ich denke, du hast zum einen halt einen höheren Alkoholgehalt, nämlich 20%, und du hast zum anderen einen relativ hohen Zuckergehalt. Also die Vintage-Ports haben über den Daumen 100 Gramm Restzucker pro Liter. Und das in Kombination mit dieser extremen Geschmacksvielfalt und Geschmacksintensität, die auch gerade ein junger Vintage-Port halt hat, befähigt halt diese Weine, sich eben etwas verzögert zu entwickeln im Vergleich zu einem großen Bordeaux oder Burgunder. Allerdings sind eben auch Portweine, anders als alte Madeira, sind eben auch nicht unkaputtbar. Das heißt, die entwickeln sich schon weiter. Und ich habe bisher in meinem Leben wenig Portweine getrunken, die älter als 100 Jahre waren und mich wirklich auch noch sensorisch komplett fasziniert haben. Also ich würde mal sagen, wenn ich das jetzt mal einschränken müsste, dann würde ich sagen, die besten Portweine kann man aus großen Jahrgängen zur Zeit zwischen 1977 und 1927 trinken. Okay, da ist ja trotzdem eine riesen Bandbreite an Jahrgängen, die da zur Verfügung steht und ein fast schon biblisches Alter von 90 Jahren für einen Wein oder sowas. Ja. Das ist schon wirklich extrem, ne? Ja, klar, stimmt. Aber das können die halt. Ne? Aber man merkt eben, also ich habe auch schon viele Weine aus dem 19. Jahrhundert getrunken, aber da merkt man einfach, dass es mit Sicherheit für die Tatsache, dass es eben so ein alter Wein ist, ist es schon faszinierend. Aber wenn man sich jetzt wirklich mal versucht, objektiv sensorisch diesem Wein zu nähern, dann merkt man halt schon, also eigentlich ehrlich hätte der eigentlich schon getrunken werden müssen. Ja. Also ich habe zum Beispiel damals mal ein großes Lot von 1863er Weinen angeboten bekommen und habe die dann auch gekauft und habe die dann auch sukzessive mit Freunden getrunken. Wenn man sich dann überlegt, dass zu dem Zeitpunkt, wo dann die Trauben am Rebstock hingen, die Nordstaaten gegen die Südstaaten bei Gettysburg aufeinander geschlossen haben, dann merkt man schon, dass das ein gewisses Alter halt hat. Man ist da schon von beeindruckt und ich habe dann auch, weil 1963 auch so ein toller Jahrgang ist, eben auch oft ein 1963er dagegen aufgemacht, um einfach mal 100 Jahre dazwischen zu stellen. Ja, aber man merkt schon, dass eben der 1963er sensorisch tatsächlich eigentlich meistens der bessere Wein gewesen ist. Ich bin ja so ein Süßwein-Junkie und versuche auch immer eine Lanze zu brechen für Süßweine, weil ich finde, die fristen zum Teil ein ungerechtfertigtes Schattendasein. Wie würdest du denn das Preisniveau vor dem Hintergrund der angebotenen Qualität im Portwein darstellen? Bei Sherry zum Beispiel ist es ja so, das gilt ja allgemeinhin als die günstigsten Wahnsinnsweine. Also man kriegt im Sherry-Bereich für wenig Geld eine absolut krasse Qualität. Jetzt kann man drüber streiten, ob man das persönlich individuell mag, den Geschmack oder nicht. Aber man zahlt einfach verhältnismäßig wenig für die absolute Spitzenqualität. Und ich denke, Portwein ist vielleicht nicht ganz so extrem, weil die Leuchtturmweine kosten auch ihr Geld, wie ich jetzt rausfinden haben müssen. Aber grundsätzlich ist es ja schon so, würde ich sagen, dass man bereits im unteren Preissegment bei Portwein ja auch eine wirklich anständige und sehr solide Qualität angeboten bekommt. Auf jeden Fall. Also ich bin der Meinung, dass Portwein immer noch zu günstig ist. Also seit ich das jetzt mache, bewusst, ich sage jetzt mal seit 15, 20 Jahren, habe ich schon gemerkt, dass Portwein extrem preislich angezogen hat auch. Aber ich war jetzt letztes Jahr war ich noch in England bei einem schönen Weindinner.
Wir haben angefangen mit einem Bollinger RD 2002, einem meiner absoluten Lieblingschampagner, dem ich auch eine sehr, sehr große Zukunft verspreche, den ich auch sehr gut kenne, weil meine Tochter halt 2002 geboren ist. Ah, okay. Und man eben 2002 wenig anderes als Champagner kaufen kann. haben den Abend abgeschlossen mit einem Fonseca 1970 Wintersport. So, das sind beides Top-Hersteller, sind beides Top-Jahrgänge aus ihren Bereichen. Nur dass da, jetzt muss ich mal kurz rechnen, 42 Jahre dazwischen liegen, ja. 32 Jahre dazwischen liegen zwischen dem 2002er und dem 1970er. Ja. Und die Weine haben gleich viel gekostet. So, und da merkt man einfach, dass Champagner auf jeden Fall alles richtig gemacht hat, was Marketing angeht. Ja. Portwein definitiv nicht, was eben dem geneigten Hörer jetzt auch vielleicht mal die Motivation gibt, wenn er aus einem guten Wintersportjahrgang kommt, tatsächlich mal noch die Portokasse aufzumachen und zu sagen, das kaufe ich lieber jetzt als in 10 Jahren, denn in 10 Jahren wird das mit Sicherheit teurer sein als jetzt. Also ich habe auch in meinem Buch vor 2 Jahren, habe ich gerade nochmal gelesen, prognostiziert, dass die Weine teurer werden. Und sie werden auch wirklich teurer und sie werden auch wirklich nicht unerheblich teurer. Das ist meistens ist es so, wenn man sich mal so die Wintersportentwicklung anguckt, dann sind die Weine am Anfang so die ersten 10 bis 20 Jahre fast stabil. Und das fängt so langsam an, wenn die 30 Jahre, 40 Jahre und vor allen Dingen 50 Jahre erreichen. Also bei 40 ist schon ein erheblicher Sprung. Und bei 50 wird das nochmal ganz extrem. Und alles, was dann von Top-Jahrgängen da drüber ist, das explodiert dann halt irgendwann. Also das wird dann jetzt mittlerweile, wenn man ein Beispiel nimmt, so ein Nieport 1970, der kostet mittlerweile ungefähr 300 Euro. Der 66er kostet dann schon sowas wie 400 Euro mittlerweile. Ja. Wenn man bei einem 55er ist, ist man schon bei 700, 800 Euro. Beim 45er ist man schon bei 2.500 Euro. Und wenn man dann runtergeht auf 27, auf den ersten Jahren, den sie je hergestellt haben, also ist man schon nah am fünfstelligen Bereich. Ja, das heißt, nimmt natürlich exponentiell zu, weil natürlich die Verfügbarkeit auch einfach weniger wird. Ne? Ja, aber beim Portwein ist es schon so, dass man eben den von mir schon angepreisten Late Bottled Vintage über den Daumen zwischen 20 und 30 Euro von fast jedem Hersteller bekommt. Ja. Und ich denke eben auch, dass diese Late Bottled Vintage Qualität auch die ist, die am meisten zugelegt hat in der letzten Zeit. Das heißt, da kann man sich eigentlich am Markt blind bedienen, also ein LBV ist wirklich eine Bank, was Qualität angeht. Ja. Und das für den Preis ist wirklich irre. Ne? Und da hat man schon eine Tiefe und eine Struktur im Wein, die wirklich Spaß macht und die einem auch diese Welt der Portweine halt sofort eröffnet. Ja, genau. Und die, ich sag mal, mit meinem ersten und letzten Interview mit Alpa Alpasan zu Champagner eben, sind wir eben auch drauf gekommen, dass die Champagne das einfach perfektioniert hat, diese Preisstruktur oder das Preis-Leistungs-Verhältnis derart konstant auch oben zu halten. Die setzen halt alles dran, die Preise hochzuhalten. Und ich finde es halt vor dem Hintergrund einfach immer gut, Leuten auch zu sagen, schaut mal in die Richtung, dort kriegt man für weniger Geld vielleicht eine ganz gute Qualität, weil oft ist es ja, also wenn man mit Leuten, die jetzt neu einsteigen in die Weinwelt, dann fallen immer irgendwelche Premium-Hersteller, wo man sich drauf bezieht, der macht es so oder der Schwein schmeckt so, kann man wenig damit anfangen und es ist natürlich für den Einsteiger oft ein bisschen zu viel verlangt, dass man sagt, du, um jetzt mitreden zu können, müsst ihr dir mal 700 Euro teuren Bordeaux kaufen, macht natürlich kaum einer. Deswegen finde ich es halt gerade in so Regionen oder jetzt bei unserem Thema Port einfach schön, dass man auch im zweistelligen Bereich wirklich ganz weit oben einsteigen kann in der Qualität, um halt zu sehen, wo der Zug hingeht, wo das Ende der Fahnenstange qualitativ da ist, um eben auch mal selber Qualitätsstufen unterscheiden zu können und das letzten Endes auch in seine Kaufentscheidung dann einfließen zu lassen. Das ist ja nicht in allen Regionen möglich für einen normalen Geldbeutel, sage ich mal. Ne? Ja, genau. Und das ist eben schon schön, also das macht beim Port tatsächlich Spaß, dass man da schon, jetzt finde ich, nicht bei den Entry-Level-Qualitäten wirklich dieses sensorische Erlebnis hat, aber eben bei den Medium-Qualitäten, und da wollen wir eigentlich alle hin, dass man sagt, dann trinkt man lieber ein bisschen weniger Alkohol, dafür halt besseren. Genau. Dass man da halt wirklich sagt, das macht dann schon wirklich Spaß. Bevor wir zur Verkostung kommen, Axel, wollte ich nochmal auf das Thema Rosé zu sprechen kommen, weil ich sag mal, das war jetzt schon ein Novum. Ich glaube, es war 2008, wenn ich mich nicht täusche, wo Croft zum ersten Mal ein Rosé
Portwein auf den Markt gebracht hat und damit eine gewisse Entwicklung oder Evolution des traditionellen Getränks demonstriert hat, dem keiner eigentlich der Region zugetraut hat, dass dort noch eine gewisse Entwicklung oder Neuerung auch möglich ist. Ja. Also, ja. Was hältst du von Rosé? Ist es einfach nur ein Trend, den man aufgreift, um feminine Trinker anzusprechen, oder ist mehr dahinter? Ja, das hast du schön gesagt. Also letztlich ist es schon so, ich war tatsächlich 2007 in Porto, war ich zu dem Johannistag am 24. Juni da. Mhm. Und da wurde quasi der Croft Pink genau. geboren, sage ich jetzt mal, und eingeführt. Und alle haben sie gelacht und alle haben sie gesagt, Mensch, was soll das denn? Jetzt haben wir auch bald auch einen Sparkling Port und gibt's gar nicht und viel zu weit aus der Tradition raus. In meinem Herzen schlagen tatsächlich, in meiner Brust schlagen tatsächlich zwei Herzen. Zum einen der Kaufmann, der halt sagt, Mensch, Pink Port oder Rosé Port ist gar nicht so schlecht. All dieweil man eben, wie du schon richtig gesagt hast, ein weiblicheres und jüngeres Publikum auch mal anspricht. Aber was die Hersteller auf jeden Fall machen müssen, und das haben sie leider in letzter Zeit nicht so wirklich gut gemacht, wenn dann tatsächlich Frauen oder jüngere Konsumenten hergehen und sagen, okay, das probiere ich jetzt mal, weil da eine gefrorene Himbeere und ein Eiswürfel drin ist, dass man dann sagt, okay, du hast jetzt deine Angst vor Portwein verloren, du magst das vielleicht sogar auch und du findest es auch ganz interessant oder das auch als Cocktail macht oder wie auch immer, da gibt es ja eine Menge Möglichkeiten, dass man dann sagt, und jetzt probierst du bitte auch mal in Anführungszeichen anständigen Port. Und das muss dann auch direkt irgendwas sein, eben sowas wie ein Late Bottled Vintage Port oder ein 10 Jahre alter Tawny, dass man dann sagt, und das sind die klassischen, magst du die denn auch? Dass man sofort dieses Gefühl, was bei dem Konsumenten dann drüber kommt, dass sie sagen, hey, das ist bei einem Port Tonic so, wo man dann einen weißen Port mit Tonic hat, ähnlich wie bei einem Gin Tonic oder bei einem Rosé Port als Cocktail oder eben, wie ich eben schon gesagt habe, dann mit so einem Eiswürfel, so als Summer Aperitif. Das sind wirklich mittlerweile, das sind immer beliebte Sachen. Ich habe das auch schon oft durchgeführt bei größeren Festivitäten. Und es ist dann auch so, du hast ja eben gerade die weiblichere Kundschaft angesprochen. Ich habe ja damals dann eine 5-jährige Tochter gehabt, 2002 geboren, die von diesem Glitzer auf dem Etikett und von der Farbe des Weines sofort beeindruckt war und gesagt, wirklich ohne Motivation, also ohne, dass ich jetzt irgendwie von ihr rausgequetscht hätte, sofort gesagt hat, Mann, das ist aber eine schöne Flasche. Also letztlich ist das schon die Zielgruppe, aber diese Transferleistung für die Produzenten muss auf jeden Fall sein, ich muss die dann potenziellen Konsumenten sofort weiterführen und sagen, okay, es gibt aber auch noch wirklich werthaltigere Weine. Denn ähnlich wie bei meinem Rosé-Wein, also jetzt magst du mich korrigieren, weil du vielleicht schon mal irgendwelche Rosé-Weine getrunken hast, die dich wirklich bewegt haben. Ich leider nicht. Also für mich ist ein Rosé-Wein immer maximal ein schöner, netter, kann auch ein guter, gehaltvoller Wein mit ein bisschen Tiefgang sein. Aber es wird selten ein Wein sein, mit dem ich dann vorm Kamin über den Sinn des Lebens nachdenke. Ja. Also ja, ich sag mal so, ich hatte, meine Befürchtung war schon auch, dass der Pink Rosé oder der Pink Port schon in so eine Rolle von so einem Teaser einfach schlüpft. Ja, dass man eben, ähnlich wie es damals in Kalifornien gemacht worden ist, mit den Zinn Blush, den pappsüßen Rosé aus Zinn Fandel, wo es einfach auch darum ging, neue Käuferschichten zu entdecken. Und letzten Endes war da auch immer der nachfolgende Schritt, man hofft, die natürlich dann für höherwertigere Qualitäten gewinnen zu können, wenn man sie über so ein leicht verstehbares Produkt, sage ich mal, so wertfrei an die Thematik heranführt. Ja. Ja, aber das obliegt eben immer dem Mediator, also meistens dann eben dem Produzenten, dass der das irgendwie sicherstellen muss, dass er nicht sagt, okay, ich verkaufe einfach eine Anzahl von x Flaschen von dem Pinkport und hoffe, dass das irgendwie dann am Markt ankommt, sondern ich muss das irgendwie so einsetzen, dass ich halt eine größere Gruppe mit diesem Pinkport irgendwo abhole und dann halt, wie gesagt, irgendwo dann über einen Duro-Weißwein, Duro-Rotwein zum Port halt hinführe und sage, hey, das ist die wirkliche Kernkompetenz dieser Region, das können die machen und davon müsst ihr wirklich begeistert sein. Also es geht da wirklich eigentlich nur, finde ich, drum, den Staub vom Image so ein bisschen runterzukriegen und da tatsächlich eben ein jüngeres, in Klammern auch weiblicheres Publikum auch mal anzusprechen und zu sagen, das kann Port eben auch.
Für mich ist halt, weil du gefragt hast, ob man ob ich positive Erfahrungen mit Rosé gemacht habe. Ich muss ehrlich gestehen, ich bin schon ein Tavel-Liebhaber zum Beispiel. Okay. Und ja. Tavel ist natürlich ein sehr ernsthafter Wein, ein sehr traditionsreicher Wein. Der hat natürlich aber nichts wieder damit, mit diesen erdbeertriefenden Weinen aus, schlag mich tot, Südafrika, Navarra oder so zu tun. Das ist halt auch ein Rosé, auch wenn er schon sehr, sehr dunkel ist, hat aber natürlich fast nichts mehr mit dem gemein, was man heutzutage unter Roséwein erwartet. Ja, genau. Also, er ist halt schon viel ernsthafter, hat natürlich auch mit 14,5% eine ganz andere Kampfklasse, wie jetzt so ein Sommerabend-Rosé für die Terrasse. Das ist natürlich eigentlich eine andere Kategorie. Das Einzige, was die gemeinsam haben, ist, dass sie im Regal an derselben Stelle stehen, in der Rosé-Abteilung, aber im Grunde sonst gar nichts. Ne? Ja, ja, ist richtig. Also würdest du sagen, der Rosé-Port hat mehr Potenzial wie jetzt nur ein Teaser oder eine Modeerscheinung zu sein? Ja, also die Modeerscheinung würde ich nicht sagen. Ich glaube, das ist schon ein Port, der im Markt verhaftet bleibt. Aber ich sag mal, mit dem Begriff Teaser ist das schon ganz gut subsumiert. Also das ist schon genau das, was es, glaube ich, sein sollte. Aber eben mit der Auflage, und das ist eben das, wo die Produzenten oder die Mediatoren halt schlecht nachkommen zurzeit, dass man eben wirklich sagt, okay, Leute, als Icebreaker im wahrsten Sinne des Wortes, weil er eben dann meistens auch sehr, sehr kalt getrunken wird, super. Aber danach sollte dann eben das geneigte Publikum dann auch tatsächlich mal einen höherwertigen Portwein probieren. Apropos Trinktemperatur, kannst du mal gerade nochmal sagen, Weiß und Rosé haben wir schon gesagt, werden gekühlt serviert, wenn nicht sogar eisgekühlt im Rosé-Fall. Wie verhält sich es denn mit den Trinktemperaturen über die verschiedenen roten Portweinstile? Ja, also Temperatur bin ich ja auch ein sehr großer, fast schon verkrampfter Weintrinker. Also ich habe das Gefühl, dass wir in Deutschland eben unsere Weißweine zu kalt und unsere Rotweine zu warm trinken. Da sprichst du dermaßen aus dem Herzen. Ich kann es gar nicht oft genug sagen, es wird sträflich vernachlässigt, wie bei uns die Weine serviert werden, auch wirklich in einer anständigen Gastro. Ja, stimmt. Wird gerade bei der Temperierung von Rotweinen sträflich vernachlässigt, was mich total aufregt. Ja, aber das führt halt mittlerweile eben auch leider dazu, dass natürlich ein warmer Wein viel mehr Fehler auch preisgibt und sowieso eigentlich schon mal von vorneweg schlechter schmeckt und auch alkoholischer schmeckt, sodass ich auch eine Tendenz bemerke, die eben ganz klar zugunsten des Weißweins geht, weil eben Weißwein, wenn er zu kalt serviert wird, halt einfach nach weniger schmeckt. Da hast du dann, wenn du da halt einen günstigen Weißwein hast und den wirklich fast schon auf dem 0-Grad-Niveau fast präsentierst, dann schmecken die Leute einfach fast gar nichts, finden das irgendwie ganz toll im Sommer und trinken dann einfach diesen Wein dann weiter. Ja. Während wenn das ein Rotwein ist, auch wenn das ein wirklich großer Rotwein ist, wenn der zu warm serviert wird, dann legt sich einfach der Alkohol über den Rest der Nase und du hast am Anfang erstmal diesen alkoholischen Eindruck und alles, was da drüber hinauskommt, musst du eben wirklich als Kenner dann da durchriechen können. Und das ist schon schwierig, finde ich. Und also letztlich. Und es braucht auch tatsächlich auch ein bisschen Rückgrat, sein Geschmacksinteresse da durchzusetzen. Ich habe da ja im Gespräch erzählt, wir waren jetzt gerade im Urlaub in so einem Familienhotel. Ich meine, alles fürs Kind, alles toll. Aber dieses, ich habe es dir ja im Telefonat schon gesagt, also die Weinkarte ist ausbaufähig. Und dann hatte ich einen österreichischen Spätburgunder bestellt, einen Blauburgunder. Die Dame sagte, Zimmertemperatur, was sage und schreibe 26 Grad waren, 27 Grad waren. Ich darauf gesagt habe, der Wein ist sicherlich gut, aber er ist leider viel zu warm. Ich möchte den jetzt gern auf Eis gelegt haben. Dann schaut die mich halt an wie ein Auto, weil sie das noch nie gehabt hat, dass jemand einen Rotwein auf Eis legt. Ich meine, der lag dann da auch eine halbe Stunde auf Eis, bis er halt seine für mich angemessenen 18 Grad für einen leichten Spätburgunder hatte. Ja. Aber das musste ich sagen, ich will mich jetzt nicht selbst beweihräuchern, aber das musste auch dir erstmal dann sagen trauen, vor versammelter Mannschaft. Ja, ich hätte meinen Rotwein auf Eis gelegt, weil das hier leider überhaupt keine Temperierung für mich darstellt. Ja, dieser Spruch Rotwein bei Zimmertemperatur kommt, glaube ich, irgendwann aus dem 17. Jahrhundert, wo tatsächlich die Zimmertemperatur bei 16 Grad gewesen ist, sodass dann eben das genau die Trinktemperatur gewesen ist. Aber wenn man heute
mit einer Frau zusammenleben möchte und das auch langfristig haben möchte und die Temperatur unter 22 Grad anlegt, dann läuft man doch eher Gefahr, dass man seinen Wein dann abends alleine trinkt. So genau. Also von daher, ne, und von daher hast du dann einfach diese gewohnten 22 Grad plus und das kannst du total vergessen. Also bei den Ports ist es so, ich denke mir mal lieber kälter als wärmer. Die Tawnies definitiv kühler als die Rubies. Also Rubies wie ein Rotwein. Das heißt, wenn ich die bei 16, 17, 18 Grad trinke, ist es vollkommen okay. Lieber zu kalt. Also wirklich meine Marschrichtung ist immer, lass die lieber eine Stunde länger im Kühlschrank. Denn ja, genau. Wenn ich das Gefühl habe, sensorisch, dass mir der Wein zu kalt ist, dann lege ich da einfach mal ganz kurz beide Hände ums Glas. Das dauert genau 5 Sekunden. Da ist der Wein genau auf der Temperatur, wie er sein soll. Ne? Während wenn er zu warm ist, dann war es das. Also kälter kriege ich den nicht mehr, aber wärmer kriege ich ihn immer. Ne, und also die Top-Temperatur ist eben wirklich, dass man so 14, 15 Grad bei den Tawnies hat und 16, 17, 18 Grad bei den Rubies und da ist man halt 100%ig dabei. Dadurch, dass das natürlich ein noch alkoholstärkerer Wein als eben wirklich die großen Rotweine schon sind, hat man das Problem, dass der Alkohol sich noch mehr verflüchtigt und sich noch mehr über die Nase legt und dann eben bei einem zu warm servierten Portwein das zu einer ziemlichen sensorischen Katastrophe führt, finde ich. Und zum Verzehr nimmst du dann auch immer die Dessertweingläser oder gibt es für Portwein auch noch eine spezielle Glasform? Ich sag mal, diese Nosing-Gläser, die man vom Whisky kennt, sind eigentlich echt ganz gut dafür. Prinzipiell ist aber so, ich sag jetzt mal, wenn ich als Portwein-Neuling bin, nehme ich einfach ein Weißweinglas. Der Glaswechsel macht aus zwei Arten oder aus zwei Gründen Sinn. Zum einen, wenn ich jetzt so einen langen Weinabend habe, dann ist es eben so, dass ich nach so einem großen Rotwein, ganz egal, was es halt für ein Wein gewesen ist, die Leute sowieso schon leicht benebelt sind und wenn ich denen dann irgendwas erzähle, jetzt gibt's einen Portwein und lass dann das Bordeaux oder das Burgunder oder was auch immer für ein Glas dann halt stehen, dann belächeln die mich kurz, reden weiter und trinken in dem gleichen Schluckverhalten den Portwein weiter, wie sie vorher die Rotweine getrunken haben. Wenn ich denen aber nochmal ein Weißweinglas hinstelle danach und sage, es gibt jetzt einen anderen Wein, dann habe ich auf jeden Fall schon mal einen Attention Getter, weil sie dann das Glas wechseln müssen und sich mehr oder weniger schon damit auseinandersetzen müssen. Bewusster machen. Genau. Und dann geht der Abend auch meistens besser zu Ende, weil man dann immer kurz mal sagen kann, was man da gerade für einen Wein einschenkt und dass der eben auch einen höheren Alkoholgehalt hat und dass sich alle, glaube ich, damit besser fühlen, wenn sie ein Glas Wasser mehr trinken und vielleicht einen Schluck Wein weniger trinken. Ja. Gut, Axel, dann kommen wir jetzt auf das, worauf ich mich den ganzen Tag schon freue, nämlich die Verkostung von dem Portwein, den du mir freundlicherweise zur Verfügung gestellt hast. Und zwar, was haben wir denn da in der Flasche im Augenblick noch? Wir haben natürlich auch einen anständigen Portwein im Glas, das heißt ein Nieport Vintage Port 2017. Ist noch ein Fassmuster, das heißt, es ist kurz vor der Abfüllung, ist der an mich geschickt worden in halben Flaschen. Den Wein habe ich aus mehreren Gründen ausgewählt. Zum einen, weil es ein hervorragender Portwein ist und ein perfekter Vertreter seiner Klasse. Und zum anderen, weil tatsächlich diese Portweinwelt zurzeit auch in einem absoluten Umbruch ist, also wirklich in einem historischen Umbruch, was leider weder in der Presse noch sonst irgendwo richtig rauskommt. Denn man hat normalerweise früher als Daumenregel gehabt, einen Vintage-Port gibt es ja nicht jedes Jahr, sondern gibt es nur dreimal pro Jahrzehnt. Das war so die Daumenregel. Ja. Und wenn man mal so die Geschichte zurückgeht, trifft das auch ziemlich gut zu. Man hat mal zweimal, hat mal vier, aber so prinzipiell waren das immer dreimal pro Jahrzehnt. So, und jetzt mit den Jahren 15, 16, 17 haben wir quasi drei sogenannte generelle Deklarationen in Folge. Das gab es noch nie in der über 300 Jahre alten Tradition der Portweinwelt. Eine generelle Deklaration ist, wenn die Mehrzahl der Portweinhersteller einen Vintage-Port abfüllen. So, und das war 15, 16, 17 so. 15 war am Anfang so ein bisschen, sag ich jetzt mal, belächelt und das war auch so ein Politikum, dass man das nicht wirklich PR-mäßig als generelle Deklaration durchsetzen wollte. Die Weine waren aber absolut super. Das hat wirklich viel Spaß gemacht, die sowohl jung zu trinken, als auch das Potenzial abzuwägen und zu sagen, Mensch, Riesenweine. Dann kam 16 irgendwann, da haben dann die großen Hersteller gesagt, das machen wir, den nehmen wir als vollen Vintage-Port und füllen den halt dementsprechend ab. Und jetzt kommt 17 und es haben in allen drei Jahren weitaus mehr als die Hälfte aller Hersteller einen Vintage-Port abgefüllt. Und die generelle Qualität ist dermaßen hoch in allen drei Jahren, dass man wirklich sagen muss, absolut irre. Und bei Nieport muss ich ehrlich sagen, wenn man mal auch die PR
Richtung sieht, ist nicht nur die Qualität super, sondern der Dirk Nieport als Person hat eben Jahre seiner Zeit auch in den deutschen Markt investiert, hat es eben auch gesehen, dass wir halt 80 Millionen plus sind und hat, glaube ich, mit gefühlt jedem Dritten in Deutschland schon zu Abend gegessen und einen Portwein aufgemacht. Und das zahlt sich eben jetzt mittlerweile halt auch aus, dass er sowohl seine Weine als auch seine Portweine halt sehr erfolgreich auch hier in Deutschland verkauft. Hat aber eben auch ein sehr gutes PR-Konzept. Das heißt, seine Weine heißen eben nicht irgendwas Komisches, was keiner aussprechen kann, sondern die haben eben mit Charme und Batuta und fabelhaft haben die eben wirklich halt sehr und leicht merkbare gut, Namen. Bitte? Lesegut, glaube ich, ist auch von ihm. Genau. Ja. Haben dann eben wirklich auch eine sehr gute Public Relation dahinter, die eben auch so eine Cross-Referenz und so ein Cross-Marketing halt erlaubt. Und also der Wein ist tadellos. Er vergleicht ihn schon mit seinem Spitzenjahrgang 45. Ob ich jetzt so weit gehen würde, den habe ich vor 3 Wochen noch mit ihm zusammen in Portugal getrunken, weiß ich jetzt nicht. Aber es ist auf jeden Fall ein riesen Portwein mit einem wahnsinnigen Potenzial. Also wer immer irgendeine Affinität zu Vintage Port, zu Nieport, zu Portugal, zu 2017 hat, der ist mit dem Wein auf jeden Fall gut aufgehoben. Das heißt, der Wein, wenn der dann, also jetzt steht er noch auf dem Etikett Not for Sale, weil es eben, wie gesagt, eine Fassprobe ist. Deswegen fehlt ja auch die Steuerbanderole oben. Das ist das, was mir jetzt als erstes aufgefallen ist wahrscheinlich, oder? Ja, korrekt. Ja, genau. Und wenn der Wein aber dann mal in den Handel kommt, dann wird es eben als Vintage verkauft werden, ne? Genau, da steht dann drauf Nieport 2017 Vintage Port. Okay, gut. Und dann würde ich mal sagen, ich schenke mir jetzt einfach was ein und du natürlich genauso, weil das genau ist der Gedanke. Ja. Das heißt, normalerweise würde der jetzt aber noch einige Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, brauchen, um seinen Höhepunkt zu erreichen, oder? Das ist ja, auf jeden Fall. Was ich jetzt mitgenommen habe. Ja, ich hatte ja eben schon gesagt, also die Vintage Ports, die ich zurzeit aus Genussgründen trinken wollte, werden eben aus den Jahren 1977 bis 1927. Das heißt, sie haben schon 40 Jahre plus dann auf den Schultern, wenn sie dann tatsächlich ihre wirkliche Trinkreife haben. Allerdings, wenn du den jetzt gleich trinkst, wirst du merken, ich weiß gar nicht, was der hat. Der schmeckt doch wirklich jetzt auch schon sehr gut. Und das stimmt auch. Aber der große Unterschied zwischen dem Wein jetzt und dem Wein in 40 Jahren ist tatsächlich so dieses Gleichmäßige, dieses Integrierte. Mhm. Also ich vergleiche das immer mit so einem Leichtathletik-Wettkampf. Du hast, wenn du den Wein jetzt gleich trinken wirst, wirst du merken, du hast die Tannine, den Alkohol, die Frucht und die Säure, ich sage jetzt mal so, auf 4 verschiedenen Bahnen laufen. Wenn du den aber jetzt zum Beispiel 1977er Nieport Vintage Port trinken würdest, dann hast du das alles komplett integriert. Das heißt, der zeigt dir natürlich auch, dass er alles noch hat von diesen 4 eben genannten Faktoren, aber die sind viel integrierter. Der Wein ist viel sanfter, viel bekömmlicher, viel einfacher zu verstehen von der Grundlogik her, wenn man sich mal an diese älteren Weine herangetrunken hat. Ja. Und das ist eben das, was man dann wirklich verstehen muss, wenn es um diese großen Weine der Welt geht, dass man sagt, sowas will ich eben auch mal probieren, wenn es für richtig alt ist. Da muss man tatsächlich entweder ein bisschen tiefer in die Tasche greifen und direkt sich einen 77er kaufen oder möglichst lange Jahre noch vor sich haben und zu sagen, das lege ich jetzt entweder für mich oder die nächsten Generationen halt dann weg, trink's dann entweder in 40 Jahren oder lass einfach dann den Keller, wie bei meinen ganzen englischen Freunden, dann für die nächste Generation übrig, sodass die sich dann daraus bedienen können. Als Weinakademiker bzw. WSET gebrainwashter mit der Verkostungstechnik ist es so, dass ich ja erstmal immer mit dem Auge anfange. Und was mir jetzt hier auffällt, ist zunächst mal, der Wein hat so gut wie gar keinen wässrigen Rand. Und die Schlieren sind auch extrem farbintensiv. Also wenn ich das Glas schräg halte und leicht drehe, ist der gesamte Glasrand eigentlich gefärbt. Und das ist vermutlich jetzt eine Sache, die in der Flaschenreife passiert, dass die Tannine sich konglomerieren, die Farbintensität vielleicht ein bisschen nachlässt und die letzten Endes auch dann das Depot bildet, was man eigentlich beim alten Vintage auch erwartet dann letzten Endes. Also die Farbe, die du jetzt hast, resultiert eigentlich eher aus diesem wirklich extremst geringen Ertrag. Also was ich eben gesagt habe, mit diesen 23 Hektoliter pro Hektar im Durchschnitt im Durotal, das ist beim Vintage Port noch viel, viel weniger. Das heißt, also beim Vintage Port reden wir davon, dass die Hersteller, wenn sie einen Jahrgang machen, vielleicht 2-3% ihrer Trauben für den Vintage Port verwenden. Und das sind im Regelfall immer die absoluten Top-Trauben. Also das ist wirklich so die Creme de la Creme und damit eben meistens auch die absoluten ältesten Rebstöcke, die sie halt haben.
haben, ja, wo du dann echt nur noch Gramm pro Rebstock dann erntest. Und da kommt dann eben diese massive Intensität, natürlich auch diese massive Farbgebung halt, ja, weil sich die Trauben dann wirklich halt extrem darauf reduzieren, dass sie sagen, ich bringe dir nur noch, keine Ahnung, 20 Trauben, aber die bringen dir eine Geschmacksexplosion, das kannst du dir kaum vorstellen. Ja, ja. Und das ist eben wirklich so der Pinnacle in der Portwein Produktion insgesamt, und damit kriegt er halt dann die Farbe hin. Und ja, klar, das ist genau das. Das heißt, die werden nur ganz, ganz wenig gefiltert, also wirklich nur so das Minimum, was du eben an Wein filtrieren musst, damit sie eben noch diese wahnsinnige Farbe haben. Und über die Jahre und Jahrzehnte haben diese mikroskopisch kleinen Farbpartikel, finden sich dann zusammen und bilden dann genau diese Kruste, von der du eben gesprochen hast. Mhm, genau. Wenn ich dann mich auf die Nase konzentriere, fällt mir jetzt zunächst mal auf, dass man von dem Alkohol in der Nase eigentlich fast gar nichts merkt. Im Vordergrund steht für mich einfach die Bärennote, jetzt mal ganz vereinfacht ausgedrückt. Der Wein wirkt auf mich jetzt sehr bärig. Und erst im Nachgang hat man so eine leicht ätherische Note, die dann, sage ich mal, vielleicht den Alkohol ein bisschen durchschimmern lässt. Aber vor dem Hintergrund der 20%, die der Wein ja höchstwahrscheinlich auch haben wird, plus minus ein 0,5%, da geht es jetzt nicht drum. Aber erstaunlich ist ja doch die Frische und Fruchtigkeit und gar nicht das alkoholische Brandige, was man vielleicht jetzt erwarten könnte bei 20%. Ne? Ja, aber du hast halt schon wirklich hochwertigen Wein. Das heißt, also wenn Portugal das da nicht kann, dann können sie es einfach nicht. Ja. Aber das ist genau das, was sie eben können. Das heißt, du merkst schon, das kann kein Stillwein sein. Ja. Das heißt, der Wein wirkt schon wuchtiger und intensiver. Und eben, ich gebe dir recht, ich finde auch, den Alkohol merkst du jetzt nicht vordergründig, aber du merkst schon, da ist irgendwas von der Gesamtsubstanz drin, die dich erkennen lässt, dass es eben kein Stillwein sein kann. Ja. Halt. Das ist auf jeden Fall irgendeine Art von verstärkter Wein oder sowas wie in so Ternregion, dass du eben sagst, da hast du irgendwelche Rosinen halt gepflückt, wo du sagst, da hast du nur noch den Extrakt, den du dann irgendwann durch die Gärung schickst. Aber das ist genau das, was du eben auch wirklich haben willst. Also in dem Augenblick, wo du Alkohol so vordergründig merkst, das ist ja bei allen Sachen so, dann ist das eigentlich, finde ich, eher was Minderwertigeres. Was hast du noch für Früchte in der Nase? Was fällt dir ein? Also ich hab noch eine relativ intensive Kirsche mit drin. Und also ich meine, der Klassiker ist wirklich, dass du am Anfang halt immer die schwarze Johannisbeere, also mal Cassis-Noten mit drin hast. Mhm. Aber das ist halt meistens wirklich so ein Mix. Also ich tue mich da auch immer schwer, dass ich da wirklich so diese einzelnen Beeren rausnehme. Deswegen habe ich da auch bei meinen Verkostungsnotizen halt auch oft da so einen roten Beerenmix oder rotbeerige Frucht oder sowas mit drin. Ja, dann habe ich auch noch so eine leichte Schokonote so hintergründig mit drin. Ja. Und ja, aber das ist eigentlich auch schon. Also das ist einem tatsächlich, aber du merkst, obwohl wir uns jetzt tatsächlich nur über Frucht unterhalten, trotzdem hat der Wein eine Finesse und eine Komplexität mit drin, wo ich denke, das ist halt was du auch verbal sehr schwer beschreiben kannst. Halt. Wenn du jetzt wirklich sagst, das breche ich jetzt runter in einzelne Verkostungsnotizen oder in einzelne Ergebnisse, dass du halt sagst, aber darüber hinaus ist da noch so eine Finesse drin, sowas, was extrem strukturiert ist, was den Wein schon irgendwie lebendiger dastehen lässt, finde ich. Aber für mich hat schon sowas von Brombeeren oder Blaubeeren auch, das sind eben die Bärennoten. Genau. Aber was ich auch gedacht habe, ist schon auch so eine Dattelnote eigentlich. Ne? Also ich habe schon auch diese Datteln, die man bei uns so zum Kaufen bekommt, die sind so kernlos, die sind in Zucker eingelegt. Das hat für mich so ein bisschen, geht fast schon damit auch für mich so ins Abendländische fast rein. Also es ist. Okay. Aber du hast schon recht, also die, ähnlich wie ich es mit dem Alba auch beim Champagner schon hatte, was hier einfach fasziniert, ist diese Klarheit und Präzision auch der Aromen. Das ist nicht irgendwie, was weiß ich, so undefiniertes Kauderwelsch, sondern es ist schon einfach eine ganz klare Nase letzten Endes. Ja, ja, genau. Und du hast halt hintergründig, hast du eben immer noch so eine würzige, so einen weißen Pfeffer, der ganzen Sache eben noch so einen gewissen Kick halt mit hinten rausgibt. Wo ich dann auch mal denke, das ist dann noch eben so dieses i-Tüpfelchen da hinten raus. Und das ist halt das, was man verstehen muss, das ist auf keinen Fall so eine platte rote Frucht, sondern das ist eine eingebundene Frucht, die so insgesamt einen mit auf die Reise nimmt, finde ich.
Also für mich war es eben dieses, was ich versucht habe, mit ätherisch zu beschreiben. Das hat so was Eukalyptisches, vielleicht so ein bisschen Kampfer auch, weil es einfach auch so diesen kühlenden Effekt in der Nase hat durch den, durch die Verdunstungskälte letzten Endes vom Alkohol wahrscheinlich. Ja, bin ich bei dir. Dann probieren wir mal. Wahnsinn, ne? Also was ich jetzt als erstes, was mir als erstes auffällt, vielleicht im direkten Vergleich zu den Tony und Ruby, den wir in der letzten Folge probiert hatten zusammen, ist diese, ich nenne es jetzt vielleicht mal Stoffigkeit auf der Zunge, die von den Tanninen höchstwahrscheinlich herrührt. Das hatte ich jetzt bei den anderen einfacheren Qualitäten überhaupt nicht. Und die Geschmacksintensität ist einfach auch nochmal auf dem eigenen Level. Also das muss man schon sagen. Und es ist eben nicht nur diese Fruchtbombe, wie es jetzt beim einfachen Ruby der Fall war, sondern es, man merkt schon einfach, der Wein hat deutlich mehr Tiefgang, mehr Anspruch letzten Endes auch und ist komplexer. Aber ich gebe dir recht mit dem, was du eingangs gesagt hast. Er fährt noch mehrgleisig und er wird im Laufe der Zeit die einzelnen Komponenten noch besser zusammenführen und integrieren wahrscheinlich. Ja, und also was ich eben auch mal so faszinierend finde an den jungen Wintersports, ich meine, das ist ja jetzt wirklich ein, wie bei einer Fassprobe in Bordeaux, das ist halt ein wahnsinnig herausfordernder Wein. Also wenn du sowas jemandem anbietest, dann fängt der, glaube ich, fängt der normale Weintrinker erstmal mit Kaubewegungen an, weil er sagt, da muss da irgendwas an Stoff drin sein, was ich irgendwie kauen kann halt. Ne? Mhm. Denn sowas kennt man normalerweise von einem Wein eigentlich nicht. Aber trotzdem ist der Wein frisch und trotzdem hat er eine gewisse Grundbalance. Und das ist eigentlich, finde ich, das Wichtige, das war früher nicht so. Also wenn du mal 94er oder 97er zum Teil jung getrunken hast, dann waren die noch so eckig und kantig, dass du da eigentlich mehr oder weniger sofort Messer und Gabel rausholen wolltest. Und, ja, und das ist halt jetzt wirklich ein Wein, wo du sagst, also den trinkst du auch jetzt eigentlich schon gerne. So, und jetzt vielleicht noch zwei Sätze zu so einer Entwicklung von so einem Vintage-Port. Das ist eigentlich ähnlich wie bei einem großen Bordeaux oder Burgunder. Die sind in dem Level so 3 bis 5 Jahre. Da sind die frisch, dann haben die halt diese vordergründige, rotbeerige Frucht noch so präsent. Dann ist die irgendwann reduktiv und dann gehen die in so eine Schlafphase rein. Die dauert ungefähr vom Jahr 5 nach der Ernte bis zum Jahr 20 nach der Ernte, plus minus. Mhm. Und dann wachen die irgendwann wieder auf und dann sind die integrierter. Also es wird ein bisschen wie so ein Schmetterling, so eine Larve und so ein Schmetterling. Das heißt, dann auf der Larve, die Larve willst du dir jetzt nicht wirklich angucken. Also das ist jetzt nicht wirklich spannend, wenn die sich dann verpuppt hat. Aber in dem Augenblick, wo dann der Schmetterling rauskommt, dann macht das halt wieder Sinn. Und das muss man verstehen. Denn wenn du jetzt diesen Wein vielleicht in 10 oder 15 Jahren trinken würdest und dir das anhören würdest, was wir heute diskutieren, würdest du sagen, ich weiß gar nicht, was die haben. Der Wein ist irgendwie so ein bisschen reduktiv und der erzählt mir gar nicht wirklich was. Und diese ganze frische Fruchtnoten, die dem irgendwie damals erzählt haben, die habe ich irgendwie nicht. Aber das muss man halt verstehen, dass so ein Wein mehrere Phasen durchlebt und eben nicht immer trinkbar ist. Und danach muss man natürlich auch so ein bisschen das Kaufverhalten halt ausrichten, dass wenn ich eben weiß, wenn ich so einen Wein jung probiert habe, dann weiß ich, welches Potenzial der hatte. Wenn ich den dann bei 10 Jahren probiere und vorher nicht probiert habe und auch wenig Erfahrung habe mit jungen Weinen, dann denke ich mir halt, was wollen die mir eigentlich erzählen? Der Wein ist irgendwie gar nicht so toll. Mhm. Aber was bei dem Wein jetzt schon auffällt, was ich bisher beim Ports noch nicht festgestellt habe. Das liegt jetzt eben daran, dass es auch einer der wenigen Vintage ist und der eigentlich, wenn man ehrlich ist, einfach auch zu jung noch ist. Aber diese Tannine erzeugen schon eine gewisse Astringenz am Anfang. Also haben auch schon ein bisschen machen lange Zähne, also ein trockenes Mundgefühl. Aber von einer ganz hohen Qualität. Also es ist gar nicht so, was du jetzt gesagt hast, sperrig, kantig, eckig, sondern es ist wirklich ein ganz feinkörniges Sandpapier, was sich da eigentlich im Mundraum breit macht, was gar nicht als unangenehm ist. Es ist einfach ein überraschender Effekt, dass so ein Portwein auch eben spürbare Tannine hat, aber man merkt eben sofort, das ist hier eine ganz hohe Liga, wo die Tannine da sind. Da ist nichts unangenehm oder aufdringlich in dem Sinne. Ja. Das ist einfach eine Komponente, die er hat, die positiv überraschend auffällt.
Ja, genau. Du musst halt wissen, also wenn du so Weine dann in so einem frühen Stadium auch bewertest, dann musst du halt genau wissen, okay, was erwarte ich denn jetzt halt, ne? Und das kann halt alles ein bisschen weniger sein, aber es muss halt in irgendeiner gewissen Grundbalance sein. Aber in dem Augenblick, wo das eben so konzentriert und intensiv ist wie bei diesem Wein, dann muss das auch alles stimmig sein. Und die Tannine sind ein absolut wichtiger Bereich, genauso wie die Säure. Das muss halt gut eingebunden sein. Das heißt, so eine Säure darf nie als Bank irgendwo stehen, wo du sagst, okay, spinne ich das mal weiter, wenn jetzt die Frucht irgendwann ein bisschen sanfter wird und integrierter wird und vielleicht der Wein auch nach 20, 30, 40 Jahren mal irgendwann in diese malzigen Kaffeenoten übergeht und insgesamt so ein bisschen eleganter wird, dann habe ich die Säure immer noch als Bank da stehen. Passt das dann noch? Passen die Tannine noch? Und da bin ich hundertprozentig bei dir. Ja, klar, passen die Tannine. Die entwickeln sich auch weiter. Die geben dem Wein einfach die Möglichkeit, weiter zu reifen, weil das eben von vornherein auch keine grünen Tannine sind, sondern reife Tannine sind, die eben halt in den Wein hundertprozentig perfekt eingebaut sind und auch mit der Säure zusammen halt dem eine wunderbare Entwicklung halt prognostizieren, wo du dann sagst, genau da willst du halt hin, wenn du so einen jungen Vintage-Sport halt machst, oder das lagert euch mal bitte eben ein für die Kinder oder Enkel oder Urenkel oder was auch immer. Und das ist eben genau das, wo du halt sagst, das lege ich mir jetzt in den Keller und hol es nach 100 Jahren wieder raus und denke mir, Mann, hat der einen tollen Wein damals gemacht. Ja, also ich meine, das ist das, was mir jetzt als zweites auffällt, ist einfach, dazu muss man ein bisschen Erfahrung haben, aber was jetzt schon schmeckt und spürbar ist, ist einfach, dass der Wein ein riesiges Potenzial hat, noch an Substanz sich zu entwickeln. Also das schmeckt man ja mit einer gewissen Erfahrung auch raus, ob der Wein möglicherweise jetzt ganz pauschal gesagt auch über Stillweine Substanz da ist, die sich verbessern kann oder ob der einfach nur noch abflachen kann, abbauen kann, weil er einfach nichts mehr an Substanz nachschieben kann. Und das, denke ich, merkt man bei dem Wein auf alle Fälle. Er schreit förmlich danach, noch ein paar Jahre auf der Flasche zu liegen. Ich denke, die Jugendlichkeit des Weins ist deutlich spürbar und man merkt einfach, kann in den ersten Jahren mit den Abstrichen, wie du gesagt hast, mit dem Dornröschenschlaf, kann der eigentlich nur besser werden. Ja. Aber was ich auch noch sehr erwähnenswert finde, ist einfach nochmal 20% Alkohol, eine unglaubliche Geschmacksintensität. Ist es doch der leichte Körper und die luftige Eleganz, wenn ich es jetzt fast schon ein bisschen verschwurbelt ausdrücken möchte, im Mund. Der Wein hat nichts Pappiges, auch nichts Schweres. Er hat eine sehr, sehr geringe Viskosität. Das kommt wahrscheinlich durch die Säure, die du gerade angesprochen hast. Genau. Also er wirkt für mich sehr leicht und trotzdem ist es so eine Aroma-Nuke fast im Mund, ne? Das ist eine Mischung, die sucht schon seinesgleichen, finde ich. Ja, du hast halt bei den Süßweinen ja generell immer die größte Herausforderung, glaube ich, für jeden Süßweinmacher ist einfach, dass die Süße-Säure-Kombination so ist, dass es zwar passiv merkst, aber es ist nie irgendwie pappig und irgendwie plump wirkt. Ja. Und das kriegst du ja nur hin. Ich meine, wir reden hier schon von 100 Gramm Restzucker pro Liter. Das ist echt ein süßer Wein. So, und Ja. da brauchst du auch eine gewisse Säure, aber genau dieses süße Säurespiel. Manche Vintage-Porthersteller oder manche Portweinhersteller machen das dann so, dass du es tatsächlich so in so Etappen dann sensorisch merkst, dass du quasi irgendwie am Anfang denkst, oh, der Wein wird süß, und dann kommt irgendwie danach so eine gewisse Säure, die das dann balanciert, und dann wird er wieder ein bisschen süßer. Das ist so wie so eine Achterbahnfahrt. Aber bei dem Wein ist es so, dass er sagt, hey, ich habe alles, was du brauchst. Challenge me. Ich krieg das alles mit dir sensorisch hin. Ich nehme mich mit auf die Reise. Ja. Und du hast eben auf der einen Seite, wie du schon richtig gesagt hast, hast du in keinster Weise halt den Alkohol präsent, du hast die Säure nicht präsent und du hast die Süße nicht präsent. Und das ist eben genau das, was ein guter Süßwein tatsächlich eben können muss, dass er dich genau auf diese Reise halt mitnimmt. Und nochmal so ein bisschen Plädoyer für Süßwein. Ich meine, offensichtlich bin ich ja nun mal auch ein großer Fan von Süßwein. Aber es ist tatsächlich so, dass in dem Augenblick, wo ich eben so einen tollen Abend mit vielen Freunden hatte und ich habe tolle Weine vorher schon getrunken und ich habe tatsächlich so den letzten Rotwein noch zum Rehrücken getrunken, schrägstrich gegessen. Und dann kommt quasi irgendein Mousse au Chocolat, wo vielleicht sogar dieser Rotwein, der zum Rehrücken perfekt gepasst hat, auch zum Mousse au Chocolat gut passt. Aber wenn ich jetzt den gleichen Wein mit in den Nachtisch übernehmen muss, habe ich da echt ein sensorisches Problem mit. Ja. So, und da möchte ich einfach gerne irgendwas anderes haben. Und da gibt es, glaube ich, wenig anderes, was Nachspeisen so gut ergänzt wie Portwein. Absolut, vor allem ins Schokoladenbereich.
basiert ist, glaube ich. Genau. Dann ist man da auf jeden Fall auf der richtigen Seite. Ja, aber du hast ja wirklich diese Frucht, kannst du gut kombinieren, also eine rotbeerige Frucht, wenn du da irgendwie so einen Kompott machen willst, Käse sowieso, also alle möglichen Käsearten. Also ich würde jetzt auch nichts Scharfes nehmen, ich würde auch keine Zigarre zum Portwein rauchen, wobei man das aber auch kann, aber das ist wirklich ganz hohe Kunst. Aber ich würde auch, ich sag mal, so ein Stilton aus dem Supermarkt passt auch selten, weil der eine Wahnsinnsschärfe normalerweise hat. Aber die normalen Käsesorten zu so einem Wein sind ein absoluter Killer. Also da brauchst du eigentlich fast gar keine Hauptspeise, da kannst du direkt von der Vorspeise zum Nachtisch übergehen. Das reicht kalorisch normalerweise dann auch. Aber das macht dann halt wirklich Spaß. Ne? Und dann trinkst du eben lieber ein Glas mehr davon und isst ein Stück Käse mehr und dann brauchst du auch nichts anderes mehr. Ja, der Abgang, die Länge ist auch erstaunlich, finde ich. Ne? Also der bleibt unheimlich lang im Mund erhalten. Ja, aber ohne dass irgendwas Störendes mit dabei ist. Ne? Und das ist ja auch mal schön. Ich habe tatsächlich eben auch das bei anderen intensiven Weinen, also ob das jetzt ein Amarone ist oder ob das irgendein Sherry ist, du hast zum Teil hast du dann irgendwas Scharfes noch drin oder irgendwas, wie du eben sagtest, so Tanninhaltiges drin. Du merkst den Wein, also wenn du jetzt tatsächlich mal ohne Zähne putzen, was du deinem Zahnarzt nicht sagen darfst, ins Bett gehen würdest, dann schmeckst du es auch am nächsten Morgen fast noch. Ja. Aber es ist nichts Störendes dabei. Und das ist das finde ich, was eben beim Portwein diese Finesse hat. Mich hat kürzlich einer gefragt, was jetzt der große Unterschied zwischen Portwein und Sherry und Madeira ist. Und da denke ich mir mal, beim Portwein ist es ja tatsächlich so, also bei Sherry, ich mag auch gerne Sherry mit allen Wenn und Aber, aber Sherry kann mich einfach nicht so begeistern, weil ich bei Sherry immer zufällig durch das Solera-System einen zufälligen Verschnitt habe, einen zufälligen Blend habe. Es gibt ganz, ganz wenige jahrgangsreine Sherrys. Bei Madeira ist es so, dass die Madeira, die ich auch liebe, aber die sind mir dann für ein zweites und drittes und viertes Glas meist zu säurehaltig. Beim Portwein ist es aber so, der kriegt genau das, was du gerade gesagt hast, hin. Das heißt, da trinke ich gerne ein zweites Glas und bereue das auch am nächsten Morgen nicht. Also, dass du wirklich sagst, das macht eben dann tatsächlich Sinn, so einen Wein so zu machen. Und wenn ich so einen Wein dann, ob als Tawny, als Colheita oder als Ruby, als Vintage-Sport, wenn ich den dann auch noch mit der dementsprechenden Jahreszahl dann hinstelle, der entweder besonders alt oder der zufällig die Jahreszahl meines Gastgebers ist oder von irgendwem, den ich beeindrucken will, dann habe ich dann den Abend für mich gewonnen. Ja, absolut, hundertprozentig. Und an der Stelle sei noch erwähnt, dass wenn die Portwein wir durchgenommen haben im Podcast, dann ist das nächste Madeira und dann Sherry wird dann die Miniserie zu den Weinen für die Ewigkeit dann abschließen. Haben wir aus deiner Sicht noch was Wesentliches vergessen, Axel? Oder denkst du, wir haben das Thema jetzt in aller Kürze, was schon ein bisschen untertrieben ist beim Blick auf die Uhr mit einer Stunde 50, erschlagen? Oder würdest du gerne noch was hinzufügen zum Thema Portwein? Also wer tatsächlich Lust hat, sich mit diesem Thema mal intensiv auseinanderzusetzen, ich mache am 29. November eine sehr große, umfangreiche Messe in Leverkusen, wo zum Beispiel auch der eben verkostete Port und der Dirk Nieport in Person da sein werden, die euch dann nochmal viel intensiver, als ich das konnte, erklären, warum Dirk der Ansicht ist, dass es seinem 1945er relativ ähnlich kommt, oder relativ nahe kommt. Der kommt gerne nach Leverkusen und schreibt entweder dich oder mich an. Und ich denke mal, als Hörer des Podcasts kriegt man es auf jeden Fall auch hin, dass der freien Eintritt dann kriegt, wenn er irgendwie das Passwort Florian meint. Das klingt schon mal sehr gut. Ja, super. Ja, ich werde das natürlich auch noch in den Shownotes verlinken, die auf deine Seite zu der Portweinmesse, dann können sich die Leute nochmal die Details dann auch online anschauen. Genau, aber das ist gerne. Auf jeden Fall schon mal ein guter Hinweis. Gut, Axel, dann würde ich sagen, mach mal den Sack zu und ich bedanke mich sehr herzlich bei dir, zum einen für den leckeren Portwein, die Fassprobe, und dass du dir jetzt so lange Zeit genommen hast, für die Hörer zur Verfügung zu stehen. Ich danke dir, danke euch und der letzte Satz dieses Podcasts muss sein, trinkt mehr Portwein. Genauso ist es. Bis bald, Axel. Tschüss. Ciao. So, liebe Hörer, so schnell können eine Stunde 56 vergehen. Ich hoffe, es war für euch kurzweilig. Interessant fand ich es allemal, sehr informativ. Ich habe auch wieder eine Menge dazugelernt und trotz der Länge ist das einfach genau der Grund, warum ich diesen Podcast ins Leben gerufen habe. Mir macht es einfach wahnsinnig Spaß, mit richtigen, waschechten Experten sich ganz ausführlich zu einem Thema zu unterhalten und einfach mal wirklich bis zum Erdmittelpunkt an einer Stelle bohren. Ich kann euch nur nochmal aufrufen, meldet euch bei uns, wenn ihr Interesse habt, die Portweinmesse in Leverkusen von Axel Probst zu besuchen. Ansonsten noch eine kleine Ankündigung für die nächste Episode
12. Dort werden wir ja, wie angekündigt, die Weißen und Rosé-Ports nochmal probieren. Was heißt nochmal? Dort werden wir dann das Thema dann behandeln. Die Sendung kommt am 27. Juli raus. Und die Weine, die ihr besorgen sollt, habe ich ja beim letzten Mal schon vorgestellt. Also einen weißen Port und am besten den Pink Port von Croft, das Original, wenn man so möchte. Aber ich würde euch bitten, noch dazu Eis bereitzustellen und euch ein Tonic Water zu besorgen, weil wir nämlich dann auch ein bisschen die Weinwelt verlassen werden und die beiden Portweine dann so trinken werden, wie es im Augenblick Mode oder Trend in der Gastronomie ist. Ich hoffe nochmal, dass ihr Spaß an diesen Interviews habt. Meldet euch, wie ihr es fandet, ob ihr mehr davon möchtet. Ich habe schon ein paar Gesprächspartner noch in der Pipeline zu verschiedenen Themen. Ich versuche auch die Hochkarätigkeit aufrechtzuerhalten, dass ich immer zu jedem Thema wirklich ausgewiesene Experten habe. Und dann freue ich mich in 3 Wochen auf die nächste normale Sendung zum Thema Weißen und Rosé-Port. Bis dann, bis zum nächsten Mal. Genussreiche Grüße aus München, euer Florian.